Nintendo. Na, meine Lieben. Ah, ich habe heute eigentlich schon aufgenommen. Elder Scrolls. Ich wollte eigentlich noch eine Folge aufnehmen, weil eine könnte ich noch. So für Vorrat und so. Aber da die Server schon wieder spacken, spiele ich einfach. Ich bin ja flexibel, ne? Wumm. Düsen wir mal los. Heute habe ich mir vorgenommen, mit euch etwas zu machen, wo ich sage, das will ich hinter mir haben. Start. Und zwar wollte ich ja so ein bisschen die Inseln langsam alle erforschen. Und zwar geht es mir darum, was ich tun möchte, ist die Riffe, die Haifischriffe mit euch durchzunehmen. Ich finde es relativ fad, um das mal so dezent auszudrücken. Ich habe mir hier mal markiert, wo die sind. Hier auf einer kleinen Karte habe ich so ein paar Sachen markiert, Kreuzchen, wo ich schon war und alles. Und hier könnten wir jetzt hin. Das wäre so das Riff, wo es auch noch... Wobei eigentlich ist hier auch ein Riff, das wäre näher dran. Es gibt 6 Riffe, die möchte ich heute mit euch durchnehmen. Ziel ist einfach, dass wir nochmal ein bisschen das Nachtleben von Portemonnaie mitbekommen. Dann nochmal so ein paar Dinge angucken, die da abgehen und so. Da gab es, glaube ich, noch Mysterien, die wir noch nicht entdeckt haben. Wie zum Beispiel, dass Felicitas auf einmal von uns abgehauen ist und sowas. Und eben diese 6 scheiß langweiligen Riffe. Ja, man muss da halt eigentlich nur mit Bomben rumballern und das finde ich relativ langweilig. Also... Das ist es, glaube ich, ne? Warte. Ja, ja. Na dann, düsen wir mal los, ne? Und da war jetzt gerade auch relativ... Also ich fände es auch geil, wenn wir noch 900 Edelsteine bekommen. Dass wir dann noch die Karte holen können. Das wäre natürlich episch, wenn wir das auch noch schaffen würden. Ach, Link, du mit deiner komischen Maske. Nee, also wenn wir jetzt von Terry noch und so, das halte ich aber für unwahrscheinlich, weil 900, ich bin mir ja nicht so sicher. Aber die Riffe ist Hauptthema. Und ich habe auch natürlich wieder merkwürdige Getränke. Die merkwürdigen Getränke, die ich heute habe. Ich hatte heute schon so eklige Sachen, deswegen habe ich mir für die Aufnahmen jetzt einmal Fanta Erdbeere und Fanta Traube rausgesucht, weil das sind wenigstens Getränke, denen ich vertraue, wo ich nicht gleich Angst habe, dass das irgendwas ganz Schreckliches ist, wo ich dann gleich wieder la 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 la, wir wären schneller, wird der Wind von hinten kommen. Haben wir eigentlich, bevor ich das mache, haben wir überhaupt genug Fischfutter dabei, um 6 Inseln abzuklappern? Ja, nee, war schon richtig. Ja, reicht sogar für 9. Oder für mal daneben werfen. Nee, weil ich habe in letzter Zeit so viele... Guck mal, hier steht sogar, dass es ohne Geschmacksstoffe ist und das auf Holländisch. Kohl zur Hodene Friesdrank mit kunstmatiges Markstoffen. Ich finde Holländisch sehr niedlich. Probiere ich mal Erdbeere auf. Nee, ich hole mir immer alle möglichen Getränke, die es in Deutschland halt nicht gibt. Und nein, es gibt keine Fanta-Sorten in Deutschland außer Fanta. Da gibt es nur Fanta. Mal gucken. Wow. Das ist ja wie Rockstar. Vom Geschmack her. Also so richtig übertriebener Geschmack. Boah. Ja, kann man trinken. Schon. Ist aber nicht mild. Also so typischer Geschmack von eine Tüte Haribo auslecken. Oder kennt ihr so diese kleinen Erdbeeren, diese Schaumstoff-Erdbeeren, die man so zerkaut? 1:1. Nur halt in flüssiger Form. Ich habe heute eh wenig gegessen. Ich darf mal heute so ein bisschen. Ja.
So. Jetzt haben wir ein bisschen... paar weniger hier. Wie die mal... Ja, ja. So, jetzt ist mir wurscht. Upsa, da hat er mich nochmal getroffen hier. Sag mal, was ist denn los? Mein Gott. Eine Goldfeder. Na, die brauchen wir auch tatsächlich. Das ist sinnvoll. Ne, für den Balz-Auftritt. Ich habe ja nochmal, ich habe tatsächlich eine Seite gefunden, die heißt Shipping Wiki. Es gibt tatsächlich einen, also Wikis sind ja halt immer Enzyklopädien aus dem Internet. Und es gibt ein Shipping-Wiki, eine Seite, die sich damit auseinandersetzt, wie, welche Charaktere Leute gerne zusammen sehen würden. Shipping ist ja eher so ein Spezialgebiet. Die Seite Fanfiction zum Beispiel, ne? Also Einbildung von Fans, wo Künstler ihre Werke vorstellen und mittlerweile locker eine Viertelmillion Geschichten geschrieben stehen. Diese große, große Seite ist tatsächlich auch entstanden aufgrund von Shipping. Also Leute, die halt ihre Helden gerne mit anderen schnackselnd sehen würden. Warte, erstmal... naja, ich habe auch mal eine Fanfiction geschrieben vor 8 Jahren oder so. Und zwar über... Es war eine Naruto-Fanfiction, ja. War dann aber mit meinem eigenen Charakter in der Welt. Roundabout die Zeit des dritten Ninja-Weltkriegs. Ach ja. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Hättest du die Region hier gerne auf deiner Seekarte eingezeigt? Dazu eine nützliche Information. Also wie immer eigentlich. So, wir haben hier das... Ah, das 5-Augenriff. Ja, und so hast du halt 1 bis 6 Augenriffe, ne? Dam, da, da, da. In dem Wald oben auf Präludien der Insel, die etwas südlich von hier liegt, soll früher eine riesengroße Fee gelebt haben. Inzwischen ist die Feenquelle aber ausgetrocknet und außer einer Ruine soll da nicht mehr viel sein, sagt man. Aber stell dir vor, was das für eine Überraschung wäre, wenn da tatsächlich noch eine Fee hausen würde. Das wär's soweit von mir. Also da ist ja nun auch was, wo ich ja storybedingt schon, ne? So, ich glaube aber, ich muss auch reinfahren, ne? Also ich, hab das früher immer nicht gerne gemacht, deswegen bin ich da gar nicht mehr so sicher. Guck mal, da sind... Wir müssen immer alle Bomben erwischen. Warte. So. Also, wir müssen immer alle Kanonen erwischen. Und dann bekommt man was. Und das finde ich halt als Aufgabe erstmal relativ fad, muss ich sagen. Klingt jetzt für mich nicht so, dass ich sage, wow, wie cool. Vor allen Dingen, weil man dauernd auch weggeballert wird. Außer man ist genau im richtigen toten Winkel. Und deswegen habe ich damit auch gewartet, bis ich halt die Feen soweit durch habe. Weil, ne, jetzt haben wir genug Versuche. Wir bedenken, wir haben noch 87 Bomben gerade. Nee, nee, du sollst schon schießen. So. Na, also wenn ich halt bedenke... Ach, da wart ihr, ihr Schweine. Da wart ihr. Deswegen... Warte, höher. Nun, ich finde das halt relativ... Ah, wir haben beide erwischt, geil. Nee, also ich finde das halt von der Aufgabe her relativ... Ich guck rum und suche in irgendwelchen Riffen hier nach Kanonen, die mich abballern und ich muss sie aber schneller abballern. Ja, hin und wieder treffen sie mich halt. Hin und wieder treffe ich die. Und das 6-mal.
So. Das war's. Das war's. So, und jetzt müssen wir halt irgendwie da hochkommen und dann halt mit Wind arbeiten, dass wir darüber fliegen, ne? Irgendwo geht es halt immer lang. Also irgendwo können wir immer artig, das sehe ich doch schon. Hier ist es relativ niedrig. Und das finde ich halt eine Aufgabe. Jetzt sagt ihr, naja, und das 6-mal. Da wird die Folge sicher nicht von voll. Wie gesagt, wir wollen ja auch noch auf Portemonnaie so ein bisschen Nachtleben miterleben. Und ihr wisst schon, dass normale Folgenlänge waren bei mir immer angedacht 2 Stunden, nicht 4. Das war wirklich extrem bei der letzten Aufnahme. Weil ich das alles in einer Folge haben wollte, aber eben auch kein Ende fand. Ja, dann brauche ich jetzt aber auch nicht noch mehr. Da hinten ist noch ein Schatz. La 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 la. La. So, jetzt müssen wir da irgendwie hin. Wie wäre es am klügsten? Also erstmal wäre es klug, von hier aus hier rüber zu schweben und von da aus dann rüber zu tapsen. Vielleicht klappt das ja. Und im schlimmsten Fall landen wir jetzt im Wasser. So. Na, wir haben im schlimmsten Fall landen wir halt im Wasser. Oh, so schlimm. So. Jetzt brauche ich aber schon ein Segel. Erstmal das hier. So, jetzt könnte ich von hier aus halt gut rüber, ne? Jetzt wisst ihr ungefähr, wie diese Riffe funktionieren. So, das machen wir jetzt 6-mal. Deswegen sage ich, also ich finde, von allem, was ich aus Legend of Zelda weiß, das ist halt der erste Anlauf, in dem ich Legend of Zelda auch wirklich durchspielen möchte, ne? Und von all diesen Anläufen, also von, ich habe ja früher auch so einen Riff mal besucht, deswegen weiß ich schon, wie das funktioniert. Ich habe es halt nur nicht alle gemacht. Ich habe einmal so einen Riff gemacht und habe es dann für so langweilig empfunden, dass ich es dann doch lieber gelassen habe, ne? Aber da ich jetzt einen möglichst vollständigen Run haben möchte, machen wir den Mist halt mal. Und wir sollten auch bald mal irgendwie Schätze heben, ne? Also, wenn ich bedenke, wie viele Schatzkarten wir hier haben. Ja, das war's, ne? Gibt's hier noch was? Nicht wirklich. Wo ist das Schiff? Hier, ne? Mhm. Boah, Hicks, Alter. Was ist denn los hier? So. Damit haben wir das. Ja, die Richtung, die ich zeige, ist auch direkt die richtige. Und da gibt es noch tatsächlich keinen Gegenstand. Aber da gibt es was, das uns sehr hilfreich sein kann. Da ist nämlich noch ein Kraken bei dem nächsten Riff. Und dieser Kraken, wenn wir den platt machen, soweit ich weiß, macht der uns die Leben, die Schwebeenergieleiste länger. Bekommen wir mehr magische Energie. Und das kann man ja nun wirklich gebrauchen, ne? Ich bedenke, das kann man immer gebrauchen. Ein Schatz, noch ein Schatz. Ja, hier sind überall mal Münzen versteckt. Und auch immer mal wieder. Also, nur wenn ich jetzt zufällig nah an einem Ding da drüber fahren würde, dann hole ich es mir. Aber ansonsten, weißt du. Was ist denn hier eigentlich links hier von für eine Insel? Die sieht ja nicht groß aus. Kann man die nicht auch mal kurz machen? Weiß ich gar nicht. Wisst ihr aber auch, was ich hart finde? Heute wurde YouTube gehackt, während ich das hier aufnehme. Und sehr große Videos wurden verändert. Die wurden aber alle wieder hergestellt. Aber finde ich schon hart, YouTube einfach mal gehackt. Also, ich finde das hart. Und, ich habe ja erzählt schon mal, dass Herr der Ringe geplant ist als, Herr der Ringe ist geplant als Serie. Mist. Dann geht, da führt er keinen Weg drum rum. Ist als Serie geplant und hat ja schon eine halbe Milliarde, eine Viertel. Mann, ihr Huren! Schweine!
In den Tempel, in dem sich der Weise befindet, gelangst du nicht ohne weiteres hinein. In solchen Fällen solltest du Meeresbewohner jeweiligen Regionen um Auskunft bitten. Hä? Wo schießt er hin? Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber wenn hier so viele Beschützer sind, muss das ein guter Schatz sein. Oh, das geht mir nicht auf den Sack, Alter. Ich will ins Boot rein und nicht quatschen. Wir sind hier gerade mitten im Angriff und der labert auch immer und ich kann nicht überspringen. Oh, warum sollte ich auch überspringen können? Ich höre mir die Dinge gerne 100 Mal an, natürlich. Oh, jetzt kriegen wir wieder runtergefeuert hier, ne? Natürlich werden wir wieder runtergefeuert, Alter, diese Huhn. Und vor allem Octorok, ne? Das sind die Viecher. Oh, ich werde dich so aufschlitzen. Ich werde dein Eingeweide aufessen. Ah. Na komm. Das sind die Viecher, die in den meisten Zelda-Spielen aufgetaucht sind. Nämlich in jedem, außer in Twilight Princess. Dabei haben die es nicht verdient. Das sind solche Nervenbratzen. Alter, wie die mal treffen, diese kleinen Mistschweine hier. Große Mistschweine. Ich merke, dass die treffen jedes Mal. Wenn die sich erstmal adjustiert haben hier. Beweg dich, sage ich dir. Verdient. Leide bitte für mich. Leide ein bisschen. Bitte. Großes Leid möchte ich über dich bringen. Boah, sind das nervige Schweineviecher. Jetzt schleichen wir hier so rum. Nein, also, bevor wir unterbrochen wurden von den Aasgeiern, eine Viertelmilliarde wurde ausgegeben für die Lizenz von Herr der Ringe. Die ist ja schon relativ teuer. Allerdings finde ich das gut, dass es so teuer ist, weil das stellt dann auch sicher... Achso, mit dem Boot kann ich nicht einsammeln. Danke für den Hinweis. Jedenfalls, das stellt sicher, dass dann auch Leute daran gehen, die Kohle haben, damit die Qualität auch gesichert ist. Und eine Viertelmilliarde wurde bereits reingesteckt in das Projekt. Und jetzt nochmal eine 500 Millionen. Unglaublich. 5 Staffeln sollen so werden und ab 2020 kann man damit rechnen. So, was ist das jetzt? Das muss was Fettes sein. Und dafür lasse ich mich von diesen scheiß Kraken so auseinandernehmen. Danke, Spiel. Ihr wisst, wie man Leute motiviert. So. Ja, geht noch schneller weg, Schätze. Geht noch schneller weg. Okay, Memo, ich selbst keine Schätze mehr einsammeln. Nee, ich bin da nicht sonderlich geduldsvoll bei sowas, ne? Aber das... Ihr kennt mich. Ihr wisst, wie ich bin. So, was ist das für eine Mini-Insel hier? Hier, komm, erzähl mir was. Hey, Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Ja, dann erzähl mir immer dasselbe, wenn du Bescheid weißt. Oder denkst, ich will 49 Mal dasselbe hören. Mhm, Haifischinsel. Und was macht die? Wurdest du schon mal von einem Wirbelsturm durch die Luft geschleudert, Jungchen? Dieser Gott namens Zyklos, der über den Wirbelsturm befehligen soll, kam damit augenblicklich von Ort zu Ort. Damit könntest du dir wohl manchen langwierigen Bootstrip ersparen. Wenn du ihn gesehen, kommst du vorbei, wenn du irgendeine Waffe hast, mit der du ihm aus einiger Entfernung was verpassen kannst. Kannst du mir folgen? Das wäre es jedenfalls zu weit von mir. Also das ist eine sehr nutzlose Info, aber immerhin. So, was haben wir hier? Oh, guck mal, hier ist auch ein Krog, ne? Müssen wir ja auch mal irgendwann machen, die Quest. Nur damit wir uns erinnern. Erinnere dich. Ich hatte immer so einen kleinen Computer als Spiel, so ein Mini-Computer. Und da war immer so ein Programm und dann gab es da immer sowas und dann hieß es immer, erinnere dich. Mit so einer Psycho-Computerstimme. So, und was nu? Das war's? Ach so, ich verstehe, das ist eine Mischung aus allem. Hm. Nee, weil ich sehe jetzt hier halt
Das ist ja einfach. Hier kann ich auch mal gegenschlagen. Und du willst mit dem Hammer gedönscht werden, ne? So. Und da oben ist noch was? Oder was ist hier los? Ach so, nee. Und ist es auf Zeit, oder wie? Es ist auf Zeit. Es ist auf Zeit. Natürlich muss es auf Zeit sein. Ich muss mich aufregen können. So. Ich mache hier erstmal Klatschschiff, damit mich hinten nichts stört, ne? Und vielleicht bekommen wir noch so die eine oder andere. Okay, es ist auf Zeit. Ja, dann muss ich natürlich mit Bedenken vorgehen. So. Lass mal die Insel mähen hier. Aber sowas habe ich als Kind immer gerne gemacht. Und fast nicht mehr tatsächlich als sowas. Die Insel mähen. Oder Inseln mähen. Da oben geht es doch auch irgendwie hoch, ne? Aber da ist nichts. Wo kommen wir denn da hoch, bitteschön? Von wo soll man da hochkommen? Oder ist ein Wirbelsturm in der Nähe? Versteht das einer? Oder mit einem Möwe oder so, ne? Gut, wie kann man das hier machen? Terry ist auch überall. Was steht da? Vier Schalter auf den Sie müssen alle gedrückt werden. Und das Ganze muss auch noch schnell vonstatten gehen. Meine Warnung nicht befolgt, ist schlimmste ungewiss. Prophet S.W. Poche. Mhm. Ach komm. Also ich brauche den Hammer. Ich brauche die Eisenstiefel. Nein. Und los. Hoffentlich klappt das, sonst muss ich noch irgendwie einen anderen Trick. Sonst müsste ich vielleicht auf das Ding schießen oder keine Ahnung. Nett. Aha, aber jetzt haben wir hier auch einen Wirbelsturm. Bewegt er sich? Ne, das kann ja nur eins bedeuten. Mit dem sollen wir da hochkommen. Der bewegt sich nicht. Interessant. Also wir haben hier ein Loch, dann ist da wieder eine Mini-Dungeon irgendwie. Ein Mini-Dungeon. Mit dem Wirbelsturm könnten wir halt an Höhe gewinnen. Und dann muss der so in diese Richtung wehen. Gut, dann machen wir mal. Ha, ha. Es hat auch gelacht, was ich hinkriegen würden. Oh, der weht genau in die Richtung. Ja, dann hätte ich das gar nicht machen müssen. Aber man weiß es ja nie. Natürlich hätte er auf der Karte gucken können. Aber ich und Karten lesen. Wir haben auch nicht mehr viel magische Energie. Das ist gerade ein bisschen dämlich. Also gehe ich mal erstmal in die Dungeon. Ja, sieht ja einladend aus hier. Scheißvieh. Ob die was können hier. Wobei die Menge doch schon so ein bisschen überfordernd ist teilweise. Mein Gott. Mist, ich wollte gerade springen. Mein Gott. So. Na komm. Scheiß Viecher. Mein Gott.
So. Kann man das überhaupt schaffen? Alter, ich kann fast nichts mehr sehen vor Action. Oh. So, ich muss aber Übersicht behalten hier. Mist, falsche Taste. Alter, ich gebe gleich auf. Also, weil es mir zu nervig wird hier. Kann doch nicht angehen. Was ist das hier für eine Dungeon? Ich meine, da muss natürlich nur genug Feinde schicken, dann kommt auch keiner mehr klar. Das ist wohl richtig. Ja, aber ob das in der Sache ist, weiß ich nicht. So, erstmal seine Rüstung so ein bisschen erleichtern. So, und dann brauche ich, so, dass wir den scheiß Feuervogel erstmal wegkillen. So, sehr schön. Ich habe auch so viele Ziele hier, die ich anvisieren kann. So, jetzt reicht's mir. Oder auch nicht. Mist, das Ritterwappen verpasst. Warte, ein paar. Hallo? Verpiss dich. Jetzt kommen hier. Oh, no Gott, jetzt kommen die dicken Ritter, die lilafarbenen. Das sind die stärksten des Spiels. Also normalen Gegner außerhalb von Bossen. So, drei Ritter, na super. Das sind zu viele. Das Problem ist, sie decken sich ja gegenseitig mit ihren fetten Rüstungen. Oh, sogar ein schwarzer. Ja, die Ritter sind nicht einfach. Mist. Na kommt. Aber immerhin kann ich jetzt nicht... Komm. Immerhin kann ich nicht sagen, ich habe gerade keine Herausforderung. Und das habe ich ja oft nicht. Jetzt habe ich mal eine. So. Das ist natürlich über die Maßen übertrieben hier, aber... Na, lebst noch? Jetzt nicht mehr. Also was hier alles rumliegt. Oh, Alter, Alter, was war das hier für ein Kampf? Ich muss aber sagen, ein bisschen unfair war es schon, aber wie geil, Alter. Also, was haben wir dafür gekriegt? Mhm. Damit komme ich klar. 200 ist natürlich schon nicht wenig. Mein Gott, was ein Kampf hier. Guckt euch mal die ganzen Waffen an, die hier rumliegen. Das war ja mal was. Boah. Ja, cool. Sehr cool. Und wir haben wieder magische Energie. Wow.
Ach, und der Wirbelsturm ist weg, oder wie? Aber ganz ehrlich, was ist da oben? Da oben sind... Ne, da kommen wir mit dem Wirbelsturm hin, das ist schön. Dann kommen wir an drei Edelsteine, die zusammen 15 ergeben. Nun, ich gedenke, zum Beispiel sowas hier zu machen, dann kriege ich auch Edelsteine. Und wir haben da oben eben, unten eben 200 bekommen. Gab es so einen großen, weit wecken Kamerawinkel eigentlich schon damals auf dem GameCube? Ich glaube nicht. Mein Gott, was haben wir denn hier alles? Ja, schmeiß den mal nach Marokko. So, hier sind 4 Truhen. Also dieser Moment, wenn man dann so knapp daneben, ne, es ist die Hölle. So. Was haben wir da? Wie viele Schätze hier verborgen liegen, aber nun gut, wir sind über Hyrule, ne? Da war früher ein Land. Vielleicht schaffen wir das ja doch noch heute. Aha. Vielleicht schaffen wir das ja doch noch heute, dass wir für Terry einkaufen können. Also, dass wir Terry quasi aufkaufen können. Nee, mach mal da. Das wäre doch was. Oder? Ist halt gemein, dass so kurz vorher die Lichter immer ausgehen und man sich ungefähr auf Wasseroberfläche merken soll, wo es war, ne? Wieder mal reinguckt, wie so ein Kind in seine Spielzeugkiste. Ja gut, das war jetzt nicht so doll. Aber okay. Also 30, nicht 5. Was hier? Ich will hier auch immer so ein bisschen den Winkel. Aber ist jetzt auch genug. Nee, lass mal. Da ist das nächste Kackriff. Düsen wir da mal hin. So, und wie gesagt, ein Okto ist da auch. Und ich habe gehört, man kann ein Okto sogar mit anderen Waffenplatten machen, nicht nur mit Bomben. Weil mit Pfeilen geht das ja auch. Und wenn wir die Bomben ja eher gerade für die Riffe brauchen, sparen wir uns die auf für alle Fälle, ne? Wissen ja nicht, was uns erwartet. Nun ist es 11 Uhr. Oh Mann. Ich nehme schon wieder mitten in der Nacht auf, ne? Ja, wie gesagt, eigentlich wollte ich noch so weiter aufnehmen, weil so rollenspielmäßig, da bin ich gerade total für. Aber gut, man kann nicht alles haben. Da ist noch ein Türmchen und ein Fischchen. Und dann gehen wir ins Riffchen und umkreisen dann auf dem Versuch nach dem Okto. Umkreisen wir dann mal das Riff. So. Da wird langsam wieder hell. Da. Na komm. War gut, dass die Fische das nochmal finden. Ja, Möwen fressen das auch, wenn du Pech hast. Hey, Jungchen! Habe Infos für dich. Wobei nicht jede Info von so einem Neptun nur auch sinnvoll ist, ne? Wie wir ja schon gelernt haben. Das Zwei-Augen-Riff. Hier gab es mal eine unfassbar schöne Fee, die einen mit der Gabe magische Energie beschenkte, aber in letzter Zeit habe ich sie gar nicht mehr gesehen. Jetzt, wo der grässliche Riesenkrake hier sein Unwesen treibt, kann ich es der Fee nicht verdenken. Und sie sich in ruhige Gerüffelder aufgemacht haben sollte. Oder wurde sie vielleicht gefressen? Nein, das kann einfach nicht sein. Das wäre es soweit von mir. Falls sie die Information noch einmal zu... Das ist... Futter sprengen. Ja, okay. Er erzählt uns nur von der Fee, von der ich ja selber schon weiß. Da ist ein Steg. Ein Aussichtsposten von den kleinen Kackviechern.
Ich erwarte immer, dass da irgendwann irgendwas Tolles drin ist, glaube ich. Sonst würde ich das nicht immer wieder versuchen. Was ist denn da oben? Das sieht so voll aus. Na, mal gucken. Oh, Vögelchen. Sehr schön. Goldene Federn. Brauchen wir... Ach ja, apropos goldene Federn. Da komme ich wieder aufs Thema, auf das Eigentliche zurück. Nein! Ich bin aber auch immer zu dämlich, um die richtigen Gegenstände zu nehmen, ne? Was soll denn der Kack? Warum kann ich nicht mal so ein bisschen nachdenken? Naja, nachdenken würde ja auch ein Hirn voraussetzen. So. Das wollte ich nicht. Oh, jetzt reicht's. Geht mir nicht auf den Piss, ihr Schweine. Ihr Ekelhaften. So. So, das wollte ich von dir haben. So, und? So. So, jetzt kann ich euch Schweine auch vermöbeln. Alle vermöbeln hier. Geh mir alle auf den Sack. Scheiß Monster immer. Und was ist hier in den Krügen drin? Oder warum? Viecher. Ach, eine Fee. Naja, gut. Ein violetter Rubin. Wir kriegen das doch noch heute hin. Mit Terry. Irgendwofür muss das viele Geld ja da sein. Die Möglichkeit, so viel Geld zu bekommen. Nee, aber die Handelsgedönsigkeiten auf Portemonnaie müssen wir ja auch noch pflegen. Gibt's ja auch noch einige Sachen zu erwischen. Nee, auf jeden Fall diese Fanfiction-Seiten, da hatte ich ja vorhin mit angefangen, ne? Ja, die gibt es halt... Das ist auch so eine Sache, wo ich immer gähne, wie oft man immer ins Inventar muss, um Dinge zu bewuseln. Nee, und, was habe ich gesagt? Ach so, nee, wegen, weil Komori, in der letzten Folge hatte Midoriya ja gesagt, dass Komori so, nur noch von Link hier schwärmt und so. Und da habe ich so gesagt, na, vielleicht steht er ja auf ihn. Und ich habe Dinge rausgefunden. Ich habe so gedacht, komm, also das ist ein relativ kindliches Spiel und das ist auch alles relativ niedlich gemacht. Und wie alt ist Link? Gefühlt 8 oder so? 10 vielleicht? Ne, weil das ist ja schon eher wie ein Kiddie. Wenn man ihn hier so lenkt. Weil schon arger Chibi-Style. Und wir hatten hier geschossen. Du, mein kleiner Kackbratzen. Gedöns. Möchtest du dich mit mir anlegen? Schön, dass sie sich da drin schon selber abschießen. Jetzt reicht's mir. Ah, ist das schön. Ah, so ein Feind zu besiegen, das fühlt sich doch gut an. Also das Spiel macht mich noch... Es geht, kommt der Wind wieder aus der falschen Richtung, natürlich. So muss das. Ah ja. Na, auch noch mit dem Boot hier drin. Zwei Augengriff, klang so einfach. Na, immerhin haben wir den Schweinegulasch da hinten auch versenkt. Und Schweinepiet. Hör auf zu schießen, du kleines Mistgarstiges, du. Ich
wollte gerade sagen, ich sehe es kommen. Ich treffe nicht, aber die treffen natürlich. Die sind unfehlbar, natürlich. Oh, dieser kleine Ficker da von hinten. Wir haben gerade eine Bombe aus der Luft weg. Es reicht. Es reicht. Es reicht. Es reicht, habe ich gesagt. Also machst du ja echt Feinde gerade spielen, ne? Du machst ja gerade echt Feinde. Was haben wir da? Also ist die Schwierigkeit hier eher so, diese verfickten Boote loszuwerden. Mein Gott, sind die nervig, Alter. Ich weiß gar nicht, wie Oma meinen Fluche früher mal ertragen hat. Ja, komm, mach hin. Ich weiß, was ein Rubin ist. Ja, so wie no. So, dann lass mich mal so ein bisschen voran, weil stark voran können wir ja nicht, weil wenn ich hier die Windrichtung ändere, wir müssen ja eh viel hin und her fahren, dann muss ich ja eh gleich wieder ändern. Da ist noch einer an der Wand, da ist einer an der Wand. Und erstmal hole ich mir das Schwein. Ey, du Hurensohn, habe ich dir erlaubt, mich anzuschießen? So, gehört sich das. Ich hoffe, da waren Leute drin, die jetzt alle elendig ersaufen. Also hier in diesem Spiel wirst du echt aggressiv, das ist nicht zu glauben. So, immerhin Doppel-K.O. So, gibt es hier noch einen? Sonst, außerdem, ich hoffe nicht. Wir haben sonst alle. So. Oh, Gott sei Dank. Nee, da krieg ich Hass, ne? Das merkt man vielleicht. So, hier ist was. Hier ist. Marianne, bist du gerade irgendwie so ein bisschen total maximal behindert geworden? Auf einmal so. Muss meinen Hammer für den Kopf. Also mit falschen Knöpfe drücken bin ich echt ein Meister drin. Natürlich, jetzt habe ich hier auch wieder aus den Augen verloren, wo dieser verfickte Schatz ist. Und beweg deinen Holzarsch. So. Ja genau, jetzt brauchst du das auch mal erstmal wieder einen Wendekreis hier, wie so ein TUI-Schiff. Und hier drin hast du ja auch überhaupt keine See. Überhaupt kein Seegang. Also da musst du richtig raten, wo was ist. Da hast du nicht mal eine Meeresoberfläche. Ist so richtig sichtbar. Mein Gott, also, wie gesagt, dieses Spiel, ne, das ist wunderschön und das macht einen aber so aggressiv, also mich zumindest. Es macht mich so grantig. Weil das ist halt Fummelkram. Sag ich dazu nur. Fummelkram. Oh, bitte. Lass nicht wieder daneben hauen. Ach, Gott sei Dank. Dann mache ich jetzt erstmal Traube auf. 100% natürliche Flavors. Na, da bin ich mal gespannt. Prost. Ja, schmeckt schon nach Traube, aber auch ein bisschen pervers stark. Ein bisschen arg künstlich, finde ich, schmeckt es dann trotzdem. Von wegen nur natürlicher Flavor. Muss aber auch sagen, dass es Ähnlichkeiten mit mit Wurzelbier hat. Ich habe heute aber auch getrunken. Also nicht Alkohol, sondern ich stehe wahrscheinlich direkt mitten drauf auf dem Schatz. Nee, fahr mal ein da. Was soll ich noch machen? So, und wie kam ich darauf? Na, ich habe ja jedenfalls gesagt, so
ne, ist ja alles niedlich und unschuldig gemacht hier und so. Und da gibt es ja keine Fanfictions von Pustekuchen. Natürlich gibt es auch Fanfictions von Wind Waker. Sobald irgendwelche Leute ein Spiel spielen, gibt es Leute, die sagen, boah, diese Charaktere hätte ich gerne in Action erlebt. Und dann gibt es Fanfictions. Es ist unglaublich. Und als ich da halt so scherzhaft gesagt habe, naja, Komori steht wohl auf Link, weil wegen Medulje da so meinte, dass er so schwärmt. Ja, was soll ich sagen? Habe ich Fanfiction gefunden, wo Link ihm halt so eine goldene Feder schenkt und dann Dinge tut. Wo ist der Wind? Da muss ich lang. Aber natürlich alles niedlich gehalten, weil sind ja auch alles noch Kinder. So. Boah. Na komm. Dann holen wir uns jetzt den Schatz und dann suchen wir diesen komischen Kraken hier. Wir haben aber ganz schön Bomben verloren hier in der Bucht. Ne? Finde ich. Na, wir sind jetzt mal gespannt. Wieder eine Schatzkarte wahrscheinlich. In solchen Kisten hier hast du meistens irgendwelche Schatzkarten, damit du nochmal irgendwo aufs Meer rauffahren musst. Ja, ja, klar doch. Boah, wie viele Schatzkarten. Wir haben irgendwann eine Folge, wo wir nur Schätze heben. Das gibt's doch gar nicht. So, dann suchen wir jetzt einen Okto. Na komm. Ja, diese Blasen, da ist ja auch immer nur ein Schrott drin, ne? Na, guck mal, da hinten. Wo muss ich denn lang? Ah, da. Nicht, dass wir noch absaufen. Ne, da oben, da guckt doch dieser Typ da lang. Das will ich jetzt wissen, warum der da ist. Dieser Typ, der Splits immer sagt. So. Bomben bräuchte ich mal wieder, sonst muss ich einen Terry unterwegs mal einen Besuch abstatten, dass der mir Bomben verkauft. Wobei ja auch nicht jeder Terry Bomben verkauft, ne? Muss man Glück haben. Oder vielleicht sind hier ja welche. Ich weiß zwar nicht, warum die Totenschädeln sein sollen, aber warum... Ne, hier ist nur Magie drin. Nun ja, machen wir nochmal weiter. Ja, komm her. Was hast du da zu gucken? Wo guckst du hin? Du guckst in Richtung Terra-Insel, ne? Was hast du denn? Na? Boah, Splits. Oh, jetzt habe ich weggedrückt. Wirklich seltsam. Außer Möwen kann ich da nichts sehen. Ich könnte schwören, da war früher noch so eine große Fee. Aber ja, Magie. Sie benutzt vielleicht irgendeine Art der Magie. Ah, verstehe. Da, wo die Möwen sind. Oh, unser Boot ist genau an einer anderen Stelle. Aber immerhin wissen wir jetzt, wo wir hin müssen, um den Okto zu treffen. Oh. Was brauche ich noch für den? Ja, zumindest kann das nicht schaden. Immer diese Wege, ne? La 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 la. Wie aber auch bergab tatsächlich schneller vorankommt als bergauf. Sehr realistisch. Ach, und übrigens, das mit dem Wind Waker HD-Ding, da ist dann irgendwie die Seite offline gewesen und dann ist der Download abgebrochen. Und ich habe euch ja gesagt, das ist so ein mehrstündiger Download. Und dann habe ich halt gedacht, so wichtig ist es mir dann auch nicht, das in noch besserer Qualität zu zocken, dann leckt mich doch am Arsch. Weil ich dann nochmal wieder dran rumlade und, ach, ganz ehrlich, ich warte darauf, dass die Switch vernünftig emuliert werden kann. Und dann bin ich eh happy. Dann können wir Breath of the Wild zocken. Und dann, meine Lieben, sobald ein vernünftiger Emulator für Switch draußen ist, ich sag euch, wir werden sowas von Breath of the Wild suchten. Das kann ich euch gar nicht erzählen, wie sehr ich das dann suchten werde. Deswegen. So, diesmal mal zu da hinten hin. Und wie gesagt, das ist mit dem HD-Remake, das war mir dann zu doof. La 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 la.
ihr wisst ja, mich und Geduld und so, ne? Wobei, ich weiß nicht, ob ich das so gut treffen kann mit einem Pfeil und Bogen. Auf jeden Fall. Hallo? Würdest du schießen? Weil irgendwann sind wir halt auch da unten im Strudel drin. Wie ich hier nicht zielen kann, richtig. Jetzt. So. Nur das war ja einfach. Nun gut. Haben wir den. Ja, und jetzt passiert was. Ne? Alpha Bibsch noch einmal. Wen haben wir denn da? Junge, da du die Winde erweckst, dank dir wurde ich von diesem grässlichen Monster erlöst. Zum Dank will ich dir ein wenig mit meinen Kräften bereichern, möchte ich dich. Erstmal die Rose knutschen. Oh. Und nu? Da fühlt er sich toll. Deine maximale magische Energie ist gestiegen, aber mal eben verdoppelt einfach. Mal guckt euch das mal an. Die ist verdoppelt. Ja, beträgt nun das Doppelte der bisherigen Menge. Ich bete, dass wohin auch immer du gehen magst, sich der geborene Wind begleitet. Ja. So einfach kann's gehen, ne? Meine Fresse, was eine Leiste. Im Vergleich zu vorher. So A4, ne? Ja, ja. Also hier und da und da und da. Das sind die verbleibenden Riffe. Seufz, ne? Das ist ja ganz spannend. Warte mal, aber da kann ich doch einen Trick, eine Abkürzung kann ich doch nehmen. Ja, cool. Haben wir das auch. Setze ich mich doch direkt in die Mitte rein da. Mhm. Nach Ichtusk. La 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 la. Immer die gleichen Melodien. Unglaublich. Werde ich auch meinen Lebtag nicht mehr vergessen. Da ich das Spiel auch als Kind wirklich gesuchtet habe, ohne es hier durchzuspielen, aber trotzdem gesuchtet habe. Ich werde diese Melodie mein Leben lang nicht mehr vergessen. Das kannst du vergessen. Also, dass ich das nochmal vergesse, das kannst du vergessen. Rumpodo, da ist ein Terry. Dem könnten wir nochmal kurz einen Besuch abstatten. Na, aber ich glaube, in der nächsten Folge gehen wir auch mal wieder Hauptstory an, dann, oder? Also so richtig mal wieder so ein Tempel. Also mal wieder so ein Tempel wäre jetzt auch mal cool. In der nächsten Folge dann vielleicht. Ah ja. Eigentlich wollte ich auch ein bisschen Tierfutter, aber okay. Bye. Haben wir denn gerade irgendwie eine leere... Ja, ist sie leer? Ich frage mich nochmal, wo es die letzte Flasche gab. Eigentlich... Können wir das machen? Da haben wir 30. Und da will ich wissen. Oh, sie haben 30 Punkte gesammelt. Damit sind sie jetzt VIP-Kunde. Jeder VIP enthält ein großartiges Geschenk. Wird ihnen zu einem Briefkasten ihrer Nähe geschickt. Das kann aber ein wenig dauern. Also seien Sie bitte geduldig. Ich freue mich schon, Sie demnächst vielleicht als Super-VIP begrüßen zu dürfen. Ja, das ist jetzt das nächste Ziel. Super-VIP. Müssen wir nochmal 30, glaube ich, sammeln. Müssen wir auf 60, glaube ich, kommen. Bin mir sicher. Na, dann zappelt unser Briefkasten ja bald wieder rum. Ist das nicht schön? Ich wollte gerade sagen, wo ist er denn? Ich hätte ich tue es gerne in Heile gesehen, ne? Weil da oben, da ist irgendwie so ein Zelt, so ein Stand, da ist ein Weg. Und hier sind Bäume und ich hätte das gerne mal in Heile gesehen. Aber nun ja, man kann ja alles haben, ne? Ah. Und jetzt haben wir ja gleich wieder unseren Spaß. Ja, ich sage, ich finde die Riffe einfach nicht spannend. Sorry, vielleicht bin ich da auch ein bisschen, aber ich finde es einfach nicht spannend. Rumzugurken und nichts anderes machen als
sich die Bomben um die Ohren werfen. Eine Bombenstimmung. Hicks. Ah ja, und da muss ich mir auch noch gleich mal notieren. Punkt 23. Alle Octopussy. Und 24 ist jetzt super VIP werden. Ne, ich schreibe mir immer so Dinge auf, die ich auf jeden Fall noch erreichen möchte in dem Spiel. Wo ist er? Keine Musik mehr. Jetzt sind wir hier wieder. In so einem schönen Riff. Da ballern sie schon. Ich bin immer glücklich, wenn die sich aus Versehen gegenseitig schon mal treffen. Da muss ich einen weniger. Na komm. Na? Was hast du hier drüber zu sagen? Hey, Jungchen, mach ich dir mal eben ein Bild von dem Ort hier. Das Drei-Augen-Riff. Neulich bin ich doch tatsächlich auf der Nachbarinsel im Osten einem komischen Kauz begegnet. Der hat einen riesigen Rucksack umgeschnallt. Ich hatte den Eindruck, der würde dort nach irgendeinem Schatz suchen. Aber wäre mir neu, dass es auf der Insel irgendwas von Interesse gäbe. Vielleicht hat der Kerl einfach keine Hobbys, wer weiß. Ah, das ist deine Info. Dass der Kerl von der Nachbarinsel keine Hobbys hat. Als Hinweis, den vielleicht doch mal anzusprechen. Das ist ja herzallerliebst. Und direkt wieder ein Boot. Ich kriege die Tür nicht zu. So, haben wir das Ding schon mal erlegt. Nervige Viecher. Und wir haben wieder auf der Rückseite der Insel. Es ist immer so spannend, wenn man denn hier mal so schön im Schneckentempo jetzt reinfahren kann. Natürlich würde ich jetzt wahrscheinlich doch Zeit sparen, wenn ich einfach mal den Wind bemühen würde. Wahrscheinlich. Also ein bisschen rumspacken. So ein bisschen den Präsident machen. Ach, Link. Das ist eine linke Nummer hier mit diesen Dingern. So, jetzt haben wir aber volle Bar mit Marzipan. Und bevor ich das Segel spannen kann, werden wir direkt getroffen. Das ist natürlich ein super, super Start hier. So, ist das mobile Boot schon mal weg. Das mobile Gedöns. Bisschen weit weg. Ich treffe nicht ganz. Doch, jetzt habe ich getroffen. Der mich aber auch. Ein bisschen weit weg. So. Wie gesagt, eigentlich ist das gar nicht so eine Mega-Schwierigkeit. Ich finde es halt einfach nur total nervig, ne? So. Also wie gesagt, ich finde es nur total nervig. Es ist nichts Schlimmes dabei. Aber es nervt mich. Deswegen bin ich froh, dass wir das in dieser Folge dann noch abhandeln, dann ist gut. Damit würde ich ungern noch eine zweite Folge ver... Ich muss doch nicht immer schimpfen. Aber das ist halt... Oh Gott. Wie gesagt, es geht immer relativ zügig, wenn man erstmal an so einem Punkt da ist. Es waren, was weiß ich, 2 Minuten? Ich weiß nicht. Aber es ist trotzdem fürchterlich nervig. Also ich finde es fürchterlich nervig. Muss mal ein bisschen den Wind kreuzen, damit ich nicht gleich wieder... Ne? So, komm, raus. Das restliche Stückchen, das kann ich auch schwimmen. Der Lawyer denkt auch, was macht der hier eigentlich? Der soll die Welt retten. Und guckt hier einfach nur von Insel zu Insel.
Vor allem sind das alles Dinge, die muss man nicht tun. Ne? Dinge, die wir tun müssen, wäre zum Beispiel das Triforce suchen. Die beiden letzten Tempel platt machen. Und jetzt bin ich tatsächlich an dem Punkt, also von Magie und Gegenständen her bin ich stark genug. Jetzt könnte ich dann auch langsam die letzte Triforce-Karte suchen. Aber jetzt müssen wir ja dann auch erstmal... Jetzt haben wir ja eine Karte, um die Karten des Triforce zu finden, um dann das Triforce zu bergen. Also achtmal... Nee, es ist doch... Ja. Also Karten zum Triforce. Das ist... müssen wir achtmal eine Karte heben, um dann achtmal das Triforce zu heben. Das ist so, dann haben wir noch sonst andere Schatzkarten. Also das ist ganz spannend. Das ist unheimlich spannend. Das war auch ein bisschen ironisch gemeint gerade mit dem Spannend. Schöner wäre jetzt noch, wenn ich jetzt noch irgendwie ins Wasser fallen würde. Was haben die denn hier alle für Schätze hinten? Wenn ich noch ins Wasser fallen würde, hätte ich wenigstens noch einen Grund, mich aufzuregen. Nun ja. Da komme ich ja gar nicht richtig hoch. Wie will ich denn da hochkommen? Ach so, von da hinten. Muss ich den Wind wahrscheinlich wieder bemühen. Das mache ich ja so gerne. Schön ist natürlich, wenn man hier runterfällt, hat man natürlich, kann man erstmal wieder 10 Minuten laufen. So. La, la, la. Aber ich frage mich, was in diesen ganzen Schatztruhen versteckt sein soll, die wir dauernd finden. Mein Gott. Ich meine, wir finden ja so schon allerlei Schätze. Aber ich glaube, wir finden auch manchmal aus Versehen überhaupt irgendeinen Schatz, der auch auf einer Karte ist. Hm. Mal, wenn ich jetzt gucke. Hier zum Beispiel. Da ist ein rotes Kreuzchen. Das heißt doch, da muss ein Schatz sein. Wenn ich in die Karten gucke. So. Habe ich jetzt, wenn ich auf die Seekarte gucke, markiert? Hier ist jetzt nichts markiert. Aber vielleicht brauche ich dafür die Karte, also ne, brauche ich das aufgedeckt. Die Schatzkarte 6 im 6-Augenriff. 11 ist in der Mondinsel. Da wollte ich mal öffnen, alle, die wir hier haben. Schatzkarte 30. Ah. Muss aber auch mal erstmal raten, was das für Inseln sind, wo das überall ist, ne? Aber ja, gut. Naja, Dingel. Der Spaßvogel. Wie jetzt? Das ist die tolle Karte. Wo es Triforce-Dinger gibt. Das soll mir helfen. Also ich sehe hier. Also einer ist offenbar auf einem goldenen Bombenschiff im Süden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück kennt er. Und die 8. Kann er nicht finden, weil die hin und her fährt auf dem Geisterschiff. Na, das ist ja super. Terry-Karte. Oh, wir werden noch so viel Spaß haben. Ich bin ein Pirat. So. Eine Schatzkarte. Mensch, Gott sei Dank. Weil ich das, den Traubengeschmack gar nicht so geil finde von der Fanta. Aber Strawberry kann man gut trinken. Da verstehe ich nicht, warum sich das in Deutschland nicht durchsetzt. Warum sie das hier nicht herholen. Keine Ahnung. Und mit so einer langen Leiste können wir jetzt auch zum Beispiel auf Draconia da um die Inseln rumfliegen, ne? Zum Beispiel. So, bloß weg hier. Ach, ist das schön. Weil wir müssen ja eh in die andere Richtung. So. Da hinten waren so viele Schätze. Soll ich die da lassen?
weiß nicht, irgendwas in mir sagt, da mal vorbeizugucken. Ich meine, im Endeffekt sind das ja eh immer nur wieder die gleichen Geschichten. Immer wieder Edelsteine. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht überrascht mich das Spiel ja mal. Na? Nee, überrascht mich nicht. Aber können wir gebrauchen. Können wir immer gebrauchen. So. Können wir gebrauchen für Terry. Damit wir noch eine Schatzkarte kriegen. Oh Gott. Das wird noch eine Schatzkartenjagd-Gedöns. Da machen wir irgendwie so eine 10-Stunden-Folge oder so. Alle Schatzkarten sammeln. Einmal 10 Stunden. Ja, ihr lacht. YouTube bietet an, maximal 12 Stunden Material hochzuladen. Nur ich fürchte... Nee, doch, kriege ich hin. Will ich hinkriegen. Ich habe nur gerade überlegt, ne, mit welcher Dateigröße ich arbeiten kann. 128 GB sind erlaubt. Die wären dann aber auch in etwa erreicht. Weil ich habe ja durchaus keine Gummiqualität. Ja, wir sind jetzt so weit von allem weg. Ich bin jetzt eigentlich gerade so ein bisschen natisch. Neugierig bin ich. Was das im Süden da für ein Turm ist. Man kann nicht nur immer irgendwelche dämlichen Riffe machen. Die gehen dann ja auf den Sack. Ne? Deswegen können wir ja auch mal wieder eine andere Insel machen und gucken, was das da auf sich hat mit der Insel. Ah ja. Und eines der Boote hat eine Triforce-Karte. Ich meine, drei Boote. Ganz ehrlich. Hab jetzt keine Angst vor, ne? Ist doch zu kotzen mit dem Wind, oder? Dass du das aber auch wirklich an jeder Ecke wieder einsetzen musst. Weil es ist ja immer das Gleiche. Immer das Ding rausholen. Und immer musst du die Animationen sehen. Als ob du die noch nie gesehen hast. Also ich finde das schon ein bisschen frustrierend. So, ah, da ist auch das goldene Schiff. Ach so, ja, stimmt, der Wasserspiegel. So. Schön nah ran, damit wir ihm die Bomben genau ins Gesicht hauen können. Dass der aber auch sofort trifft. Darf der nicht. Nur ich darf sofort treffen. So, haben wir das. Jetzt hat er seine Wachen erstmal los. So, was kannst du denn? Bist du schneller? Oder hältst du mehr aus? Oder... Nix. Nix dergleichen. Aber da ist jetzt ein Schatz. Das Schöne ist, dass da jetzt auch so eine schöne Kugel ist. Das heißt, ich weiß gleich, wo ich tauchen muss. So. Dann holen wir mal hoch den Schatz. Mir mal guckt. Oh. Na, was haben wir da? Eine Triforce-Karte. Unsere erste dürfte das sein, ne? Leider ist sie verschlüsselt und du musst sie dir erst von jemandem entschlüsseln lassen, um sie lesen zu können. Da kennen wir ja aber einen. Ein Hayopai, ne? Was ist das denn da für ein hoher Turm? Ja, wir brauchen auch gleich wieder Futter. Futter ist dann alle und so. Da hinten ist das Riff, wo wir schon mal waren.
müsste eigentlich schon wieder den Wind bemühen. Ist das nicht schön? Dass das Spiel einen immer zwingt, immer dasselbe und dasselbe und dasselbe. Aber komm, so funktionieren Spiele auch ein bisschen. Ne? Wo bist du? Da bist du. Juhu. Ach Gott, mein Gott, es ist 23:30. Ich tue so, vor allem morgen ist nichts los. Ich kann auspennen. Hey, Jungchen. Dann lasse ich nämlich die beiden Folgen von heute durchrendern. Und gut ist. Was ist das? Eine Nadelfelsinsel. Aha. Du hast doch hier bestimmt auch schon dieses Schiff kreuzen sehen. Die wild mit den Kanonen um sich feuern, das gäbe es keinen Morgen mehr. Ich bin mir sicher, dass es mit Schätzen voll beladen ist. Natürlich brauchst du aber auch deinerseits eine Kanone an Bord. Sonst wird ziemlich einseitige Schiffsschlacht. Naja, es wäre soweit von mir. Habe ich gerade platt gemacht. Du bist immer der Hilfreichste, wo gibt. So, jetzt muss ich wieder den Wind bemühen, damit ich da überhaupt hinkomme und da nicht mit Schneckentempo unterwegs bin. Also, es ist halt leider der Windbreaker. Also, es ist halt... Wenn er schon so heißt, dann kann man sowas nicht rausnehmen. Aber ich hätte ich hätte grundsätzlich Rückenwind eingebaut in dem Spiel. So, um Frustration vorzubeugen. Höre ich... Oh, guck mal, der Briefkasten zappelt. Höre ich nicht wieder... Wie? Ach, ich wollte gerade meckern. Was ist denn hier los? Oh. Warte, erstmal klaue ich, bevor ich dich platt mache. Hey, du Schwein. Hallo, Schwein, komm runter. Menno. Und hier ist auch wieder einer. Oh, da ist eine dicke Truhe. Muss ich schon sagen. Na, dann muss ich das aber lohnen hier. Ich weiß noch nicht genau, was ich hier tun soll. Noch nicht. Ich sehe da nur Eis. Warum ist denn da immer... Oder sollen wir das abschießen? Guck mal hier. Was haben wir denn da? Hallo, ja, lass dich treffen. Das ist eine super Idee. So. Ich wollte doch nur die Feder haben. So, dann gucke ich erstmal, was der Briefkasten mit zu erzählen hat. Und ich glaube, die Fässer muss ich abschießen, oder? Ich weiß es nicht. Guten Morgen, ich habe einen Brief für Kitsu. Hier, per Nachname, macht 10 Rubine. Ja, das ist nicht schlimm. Ich begrüße Sie ganz herzlich als VIP-Kunden bei uns. Vielen Dank, dass Sie mal bei Terry einkaufen. Ihr Punktekonto sind 30 Punkte, sodass wir uns erlauben, mit dem heutigen Tag zu einem unserer VIP-Kunden zu machen. Jeder unserer VIP-Kunden enthält als besonderen Bonus einen Laudatio-Schein, der in allen landesweiten Filialen gültig ist. Bitte lösen Sie ihn bei einem der Terry-Händler in der Nähe. Ich hoffe, auch weiterhin als treuen Terry-Kunden begrüßen zu dürfen. Ein was? Du hast einen Laudatio-Schein erhalten. Dir ist nicht ganz klar, was es mit diesem Schreiben genau auf sich hat, das ist richtig. Aber man sollte es beim Terry-Händler vorzeigen. Du verwahrst es erstmal in deiner Posttasche. Na ja, und das hätte er mir nicht selber geben können, das Ding. Nun ja. Kompliziertes Verfahren. So, wie kriege ich den anderen Vogel da runter? Kannst du eben kurz... Nee, kannst du gerade nicht, okay. Ja, ich gehe ja auch gleich da runter. Ich gehe ja schon. Nur ich befürchte, ich muss ja was mit der Put-Put-Frucht machen. Befürchte ich jetzt einfach mal, dass ein Schalter zu drücken ist oder so. Ich gehe erstmal hier rein. Das ist erstmal der offensichtlichere Weg. Oh Gott, was ist das denn? Leben, da entzünde die 6 Fackeln und führe die Seele des durch die Dunkelheit irrenden Schiffs ans Licht. 6 Fackeln. Na, hier haben wir schon mal eine. Wow. Da sehe ich schon mal noch eine. Das war doof. Nein, oh, das ist aber auch immer. So, das hat geholfen. Eine. Zwei. Wo sind die jetzt so Fackeln? Da.
3. Nee, das war doof. Da oben ist Nummer 4. Hier sind noch mehr? 5, 6, da fehlen ja noch 2. Puh, oh, warte. Nein, nun, Grummel. Da, warte mal, wenn ich mich hier hinstelle. Nummer 5. Boah, meine Güte, bin ich langsam ein guter Schütze hier. Was geht denn hier ab? Ich komme ja gleich. Wo ist denn hier noch eine Fackel? Verlorene Seelen und Gedöns. Die haben hier echt Vorräte angelegt für Idioten, ne? Also für Leute, die mit 99 Pfeilen und einer Energieleiste nicht auskommen. Interessant. Einer fehlt noch, aber wo ist der? Wo haben die Schweine hier noch einen versteckt? Nee, da ist nichts mehr. Bin ich doof? Wo würde ich noch eine verstecken? Auf dem Mast irgendwie. Jetzt werde ich wieder griffig langsam. Kann ich angehen, dass ich hier was... Warte mal, Link. Nee, guck mal nicht nach oben. Guck mal zur Fackel. Guck mir in die Augen. Los, erzähl mir. Nach oben? Du bist nach oben? Also er hat nach oben geguckt irgendwie. Das gibt's doch gar nicht. Ich meine, die sind ja nun auch nicht so, dass sie absolut nicht auffallen würden. Hier komme ich gerade nicht weiter, weil es zu eng ist. Nee, da ist nix. Scheiß Schild. Alter, was, wo, wie, was? Ich meine, ich kann ja auch nicht zaubern. Also ich kann ja keine Fackeln aus dem Nichts nehmen. Was muss ich gleich googeln? So, dann gehe ich mal von hier hinten hin. Andere Perspektiven. Da oben hätte ich eine versteckt, aber irgendwie ist hier nichts. Tja. Dann google ich jetzt mal, denke ich mal. Dann hole ich mein Handy, das ist nämlich schon wieder eine Steckdose, weil das ist ja immer leer. Kann ich angehen. Wie heißt die Insel? Nadelfelsinsel. Boah, ich habe Rücken. Ich will ins Bett. Warum guckt er denn da so nach oben? Ist das irgendwie wegen des Scheines? Weil da ist ja nichts. Aber es wundert mich halt, dass die da oben nichts versteckt haben, weil ich würde da total was verstecken. Ach komm, leck mich. Also wo ich halt was verstecken würde, wäre da irgendwo hier so. Da so, da oben. Ach, komme ich gerade nicht ran.
dass man sich aber nicht frei bewegen kann. Ich habe meine Lieben, dann hole ich jetzt eben mein Handy, weil das ist mir gerade zu doof. Eine Sekunde. Okay, Google. Wind Waker, Nadelfelsinsel. So, wo sind die Dämlichen? Eine Insel großen, eine der 8 Triforce-Karten, goldgefärbte Kanonenboot vom Bomben zerstört. X. Für den Spielverlauf ist die Insel nicht von Bedeutung. Findet im Westen des Meeres. Name erhielt sie aufgrund riesigen Steine, Nadel aus der Mitte der Insel in den Himmel ragt. Da oben ist ein Schalter. Aber die erzählen mir hier nicht, wo im Schiffswrack. Okay, Google. Leuchtfeuer 6. Wind Waker. Windrad und Leuchtturm. Nebenquests. Leuchtturm, Leuchtturm, Leuchtturm. Och, leckt mich doch am Arsch. Portemonnaie. Wind Waker, Schiffsfriedhof, Feuer. Geisterschiffskarte vom Schiffs... Ach, hier bekommt man die Karte vom Geisterschiff. Ja, das ist wunderbar, aber... Jetzt muss ich in Let's Play gucken, während ich hier eigentlich gerade... Oh, das ist doch so peinlich. Ach, während ich hier was aufnehme, es kann ja auch nicht einfach sein. Warum auch? Boah, Wind Waker HD sieht gut aus. Ich glaube, das gucke ich mir auch nochmal als Let's Play an, einfach weil ich es geil finde. Das Menü ist auch ganz anders aufgebaut. Voll nett. Nun zeig mir schon, was ich sehen will. Und lad nicht so ewig. Ich habe hier gerade WLAN an. Du solltest schnell sein können. Nein. Hä? Wo ist das? Das ist hier? Warte, jetzt sag nicht, ich kann... Link, ich bin doch genauso gelangweilt hier von dem Level wie du. Sag nicht, ich kann hier irgendwo dran. Boah, wie mir schon richtig heiß wird, weil mir das so unangenehm ist, weil ich diesen scheiß Level fertig haben will. Nee, es geht nicht. Das wäre jetzt aber auch fies. Es ist aber auch fies hier alles. Wo ist hier diese Ver... Das ist der Schiffsfriedhof. Ja, warum ist denn da auch so ein... Hä, wo? Hä? Man kommt da hin? Lass mich mal eben kurz gucken. Hä? Das sieht mir einfach nicht aus wie... Das ist doch wo ganz anders. Ich meine, vielleicht haben die ja was verändert. Das kann ja sein. Nee, das sieht mir, das ist ganz anders hier. Oh, seufz, 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 seufz. Okay, Google. 6. Fackel, Schiffsfriedhof, Wind Waker. 6 Fackeln in Höhle, Hilfe. Oh, das könnte es sein. Verbindung unterbrochen, leck mich. Direkt vor einem beim Schild. Links oben auf dem Schiff, rechts hinten auf dem Schiff. Wenn man ganz im Geländer steht, auf der linken Seite ganz weit... Ach so, da hat jemand beide Fackeln nicht. Also 2 weitere Fackeln nicht gefunden. Ist das die Höhle, wo man sich drin fackelt? Wenn ja, musst du dich nur genau umsehen. Hab auch nicht direkt gefunden. Toll, ich muss mich nur genau umsehen. Was für eine Hilfe. Wenn du gerade durch das Gitter guckst, siehst du 2 oder 3 Stück ganz klein versteckt. Da habe ich auch lange dran gesessen. Wenn du durch das Gitter guckst, 2 oder 3 Stück. Na, 2 habe ich ja. Meinst du, ich soll einfach nur wieder durchs Gitter gucken? Also 2 habe ich ja beim durchs Gitter gucken auch gefunden. Aber keine 3. Ja, ganz schön lange dran gesessen. Solche Rätsel darfst du heute in dem Spiel gar nicht mehr bringen. Weil das so gemein ist. Ich sehe hier auch nichts. Ah.
Also schon durchs Gitter, oder wie? Da ist nichts. Wäre mir neu funktionieren. Okay, ich habe schon lange durchs Gitter gesehen und alles abgesucht. Ich werde es nochmal probieren. Wird sich wohl finden lassen. Falls es jemandem einfällt, ich bin dankbar. Probiere es aber erstmal so. Vielen Dank. Orangen. Achso, man bekommt einen orangen Rubin für das Fackeln anzünden. Das ist ja wunderbar. Wie bekomme ich denn da das Feuer? Ganz links oben. Linkes Schiff, wo ein Pfahl nach oben geht. Da oben sieht man ein bisschen. Wirklich ziemlich gut versteckt. Links oben, wo ein Pfahl nach oben geht. Was? Haben wir das schon? Ich meine, links oben ist ja... Ne, das haben wir ja schon da oben, den. Aber ein Pfahl nach oben, wo ist denn links oben? Also links ist für mich hier, wo ein Pfahl nach oben geht, ist ziemlich gut versteckt. Ich hasse die Entwickler manchmal für solche Scheißrätsel, die halt nichts damit zu tun haben, etwas nicht zu schaffen, sondern ich meine, ich bin ja nur auch kein Hellseher, ne? Okay, wenn es eh nur einen Orangen und Rubinen gibt, weiß ich nicht, 100 Goldstücke oder so, ne? Können wir zwar irgendwo schon gebrauchen, aber wenn sich mir das nicht ergibt, dann scheiße ich da drauf. Die Frage mit den Fackeln ist ja schon beantwortet. Ich meine, die Antwort, achso, sorry. Wird ja auch nicht erklärt. Ganz oben im linken Schiff, wo so ein Pfahl nach oben geht, da sieht man sie ein bisschen. Also, vielleicht ist sie das ja. Ganz links, wo ein Pfahl, da sieht man sie ein bisschen. Ach, warte mal, links oben. Oh, ich sehe sie. Ihr Schweine. Ihr Schweinehunde. Alter, haben sie die da oben versteckt. Ja, aber ein Schuss, ein Treffer, weißt du? Ich bin quasi Scharfschütze. Nur für den Mist. Verpiss dich bloß nicht, bevor du an der Tour warst. Würdest du da auch aufmachen? Oder? Eigentlich, vielleicht ja nicht. Boah, Alter. Das ist jetzt aber 1000 Rubine wert gewesen, den Ärger, den ich da hatte. Oh. Okay, und da oben ist halt wirklich nur ein Schalter versteckt, den ich mit einer Möwe erreichen muss. Aber erstmal muss ich dann die scheiß Vögel da runterholen. Da ist ein Vogel. Stehe. Ja, genau, mach mal. Nee, ich brauche das hier. Lass mich in Ruhe deinen Kumpanen da oben abballern. Weil sonst nerven die mich doch nur mit der Möwe. Ja, ein bisschen weit hoch. Kann ich da überhaupt treffen? Da sind sogar drei Schweine. Na, ich würde vielleicht treffen. Du musst doch nicht mal warten, bis der Pfeil ein Ziel trifft oder nicht, mein Gott. Wo sind wir denn hier? Auf der Schießbude? Na, dann... Stell dich doch auf ein, dass wir jetzt erstmal noch eine halbe Stunde ballern. Wo sind die Schweine? Da ist ein Schwein. Auf die Entfernung. Der hätte meiner Meinung nach treffen müssen, aber... Spielphysik fragt mich nicht nach meiner Meinung. Ich warte einmal, bis sie wiederkommen. Wir müssen ja hier wieder vorbeikommen. So, warte, ich warte. Ich will keine Putt-Putt-Frucht verschwenden, weil ich habe ja auch nicht unendlich von denen dabei. Warte. Das ist nicht immer genau die gleiche Strecke, die sie abgehen, ne? Das ist nur so ungefähr. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das halt sonst schaffe. Mein Gott, ihr Scheißvögel, Alter! Das reicht zum Kotzen. Ich wünsche euch elendiges Leiden. Dieses Spiel macht mich echt nicht zu einem besseren Menschen.
Da kriegst du echt so einen Auswüchse kriegst du dabei. Es ist nicht zu glauben. Weißt du, unbewegte Ziele, kein Problem. Aber bewegte Ziele, vergiss es. Dann auch noch auf die Entfernung hier. Yeah! Da musst du halt noch bedenken, dass die Pfeile relativ langsam sind. Und jetzt ins Loch fallen und das nochmal von vorne machen müssen. Nach 30 Pfeilen, Alter. Möwe. Da ist noch einer. Was? Wie ist denn dann jetzt bitte schön noch einer? Ja komm, mach noch 100 Meter höher. Damit ich das auch ja nicht erreichen kann. Ha! Erwischt. So, weg da. Saßen da einfach nochmal zwei oben und haben Wache gehalten, aber ich war ja schneller. Aber ohne das hätte ich das nicht geschafft. So. Wie war das noch? Ich wollte eigentlich nur die Riffe machen, mal eben kurz, ne? Mhm. Ein Herzteil. Yeah, neues Herz. Sind das jetzt tatsächlich 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die erste Leiste ist voll. Ha, wie geil. Oh Mann, das gibt mir jetzt wieder... Ach, da blüht auch mein Herz auf. Wir haben die Hälfte der möglichen Herzen im Spiel erreicht. Das ist doch schon mal was. So. Bloß weg von dieser ekelhaften Insel hier. Also Nebenquests, beziehungsweise so, ich sag mal, unrelevante Inseln sind meistens echt die Qual sind das meistens. Das ist die Hölle. Vielen da hatten wir. Nein. Ja. So. Wir haben hier die Hälfte gerade geschafft, ne? Oh Mann. Aber da haben wir noch zwei andere Inseln mitgenommen. Na komm. Dann bring mich mal zu Tingel. Tingeln wir da mal hin. Oh Mann. Ja, wie gesagt, ich und Geduld. Zumindest in Computerspielen. Im echten Leben ich natürlich die Geduld schlechthin. Da halte ich mindestens dreimal so lange durch, also fast eine Sekunde. Natürlich muss ich auch erstmal wieder den Wind bemühen, das ist ja klar. Und wir müssen unbedingt mal jetzt zu Terry. Wegen der Karte, meine ich jetzt, ne? Aber wobei, eigentlich können wir jetzt noch Kohle sammeln und dann können wir halt mit einem gewissen Ziel zu Terry. Weil wir haben jetzt 657, wir können Terry auch noch abräumen. Dum, bum, 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 bum. Und ich will wissen, was man bei Super VIP bekommt. Ne? Will ich auch wissen. Ich meine, wie viel kostet Schweinefutter? 10? Also wenn wir jetzt 30 mal Schweinefutter kaufen, eigentlich sind wir halt bei 300. Knurps. Hoffentlich funktioniert eh so morgen wieder. Weil ich würde durchaus so über Nacht rendern lassen. Dann ist er so mittags mit der Folge fertig. Spät vormittags wäre er dann fertig. Dann könnte ich nämlich noch die andere Folge würde dann rendern bis nachmittags halt. Und naja. Dann könnte ich halt noch in aller Ruhe ein paar Kleinigkeiten erledigen. Dann würde ich nochmal was aufnehmen. Aber ich würde dann wirklich gerne erstmal eh so aufnehmen. Weil ich habe wirklich genug gerade hier an Material von... Wo ist der Fisch? Warte. Warte auf mir! Oh, mal dieser Wendekreis von so einem TUI-Schiff, Alter. Hier. Hast du dann Fresschen?
Nee, weil, ne? Und so. Hey, Jungchen! Da, 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 da. Da. So, das Ein-Augenriff. Muss ja leicht sein, ist ja das Erste. Du hast doch auf deinen Reisen bestimmt auch schon mal komische leuchtende Kreise im Wasser gesehen, oder? Nein! Direkt unter denen, denen leuchtet dir ein versunkener Schatz entgegen. Genauso ist das nämlich. Aber es gibt auch welche, die leuchten erstmal gar nicht. Aber wenn du deine Schatzkarte aufgeschlagen hast, dann leuchten sie umso so strahlender. Unter diesen findest du dann auch die wirklich fetten Schätze, Jungchen. Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, dann musst du schon eine zweite Portion Futter springen lassen. Mit deinem Bauch ist nämlich nicht gut aus dem Nähkästchen plaudern. Verstehst du? Also dann bist du klar, gell? Also das war mit oder die sinnloseste Sache, die er mir hier an den Kopf geworfen hat. In einem Spiel, wo es unter anderem ums Schätzeheben geht, erzählt er mir, dass man Schätze heben kann. Oh, müssen wir etwa den Wind bemühen? Oh, haben wir schon 2 Minuten nicht mehr. Oh. Wie gesagt, also als ich als Game Designer hätte und wenn ich dann nur einen Knopf eingefügt hätte, womit ich dann den Wind automatisch drehen kann, nachdem ich das Lied einmal gespielt habe. Sowas hätte ich dann gemacht. Aber ich bin halt ein ungeduldiger Mensch und ungeduldiger Mensch, der programmiert Spiele auch ein bisschen anders. So. Die Dinger folgen uns ja eh eher nicht rein. Roter Tui-König. Roter Tui-König. Yeah, die haben sich gerade gegenseitig abgeschossen. Natürlich triffst du beim ersten Schuss. Warum auch nicht? Warum würdest du auch nicht treffen? Ich bin der, der nie treffen darf. Das ist doch so. Super. So. Haben wir noch irgendwas, was uns anballert? Warte. Vergiss es, es ist mir zu weit weg. Oh, müsste ich etwa den Wind bemühen? Mensch, haben wir ja wieder 2 Minuten nicht, ne? Hm, da kannst du mich auch mal Arsch lecken, kannst du mich. So. Also für nur ein Auge im Riff, ne? Ist das schon eine ziemlich nervige Map hier. Ja. Ach komm, diese dämlichen Flugviecher, die können hier halt eh nicht rein. Aber ihr merkt, wie geizig ich mit Wind bin, weil mir das auf den Sack geht, ne? das ist die Hölle. Stattdessen kreuze ich hier wieder so rum, wie so ein... Wie so ein halt. Aber ihr versteht hoffentlich, warum ich diese Folge gesagt habe, wir machen alle diese Inseln, weil die so nervig sind. Ich hoffe, ihr versteht mich. Ich hoffe, ihr versteht mich da. Wenn ich euch das so sage. Ich stelle mich nicht an. Es ist einfach, wie ich finde, relativ nervig. Es gibt einfach Dinge, bei denen ich sage, dafür finde ich The Legend of Zelda geil. Und es gibt Dinge, wofür ich es nicht geil finde. Die Riffe und das ewige Schätze heben sind Dinge, die ich nicht geil finde. Problem ist, an The Wind Waker ist gerade das Schätze heben mitunter eine der, na wie soll ich sagen, einer der Hauptkonzepte. Ja, das ist natürlich schwierig, wenn man das dann wegnähme. Aber ich finde halt das Spiel, was hat mir da mal daran gefallen? Also ich denke mal erstmal diese Open World, dieses Gefühl von, man kann die ganze Welt einfach begehen, ne? In einem Stück, ist alles zusammenhängt. Das fand ich schon mal für die damalige Zeit vor, ja, 14 Jahren, fand ich das unheimlich überwältigend. Dann Cell-Shading-Optik. Es ist nicht sehr realistisch gehalten, aber ich fühle mich hier wie in so einem Anime irgendwie. Es ist einfach
ich fand es schon stimmungsvoll. Auch hier das Meer. Es ist ja für damalige Verhältnisse ein gutes Meer. Ne? Also Sea of Thieves schlägt das mittlerweile, aber an sich, von der Bewegung her und alles, ich mochte das Feeling auf dem Meer. Die Möglichkeiten, eine Welt zu haben mit 49 Inseln, die da halt begehst und da halt rumlevelst. Ne? Also du so dir da halt alles Mögliche nach und nach erschließt. Das fand ich halt immer. Na, dann bin ich halt immer so von Insel zu Insel. Je nachdem, wie ich gerade Bock hatte. Ohne relativ Plan oder oder also ohne, dass ich mir irgendwie gesagt hätte, jetzt erst da lang. Aber hab dann halt immer nach und nach versucht, die Welt zu ergründen. Nur war das halt auch immer alles mehr Gegämmel. Deswegen habe ich mich auch dagegen gewehrt, in der Story weiterzumachen, weil das fand ich dann ja schon wieder herausfordernd. Und das geht ja nicht. Ich will ja spielen, ich will nicht herausgefordert werden. Ne? Aber ich bin schon ein sehr eigenes Wesen. Mhm. Ach, wat. Erzähl uns doch auch nochmal, dass es Schatzkarten gibt und dass man dann Schätze heben kann, wo es leuchtet. Erzähl mir das auch nochmal. Das ist so eine Information, die hatte ich bisher noch gar nicht. Hätte ich auch mir nie erschließen können. Aber gut, vielleicht für Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben, mag das ja sein. Aber ich habe es auch so begriffen damals, ohne Internet und ohne, dass mir das Neptuno gesagt hat. Aber gut, ich bin ja auch Oberaffentitten geil, ich kann alles, ne? Kann ja nicht jeder. Da müssen wir lang. Oh Mensch, da müssen wir mal wieder den Wind bemühen. So ein Zufall aber auch. Aber das Spiel mobbt mich doch. Das ist dann jetzt der vorletzte Gedöns. Und dann würde ich halt noch Tingle besuchen und Portemonnaie besuchen und dann ist Schluss. Joa. Aber ich hoffe, ihr versteht das, dass ich gesagt habe, es ist eine nervige Sache und ich bin froh, wenn wir das in einer Folge durchhaben. Natürlich möchte ich das fortsetzen. So, da ist das nächste Riff. Aber ich muss sagen, wir kommen auch gut voran, die Karte aufzudecken. Wenn man mich jetzt fragt, Jan, was denkst du, wie viele Folgen werden das? Na, mindestens 10, würde ich sagen. Wir sind jetzt, glaube ich, in der 7., 8., 9., 10., also nochmal 3 Folgen brauchen wir garantiert. Wird nicht reichen. Also ich würde halt sagen, pro Tempel nochmal eine Folge. Plus eine Folge für Schätze bergen. Folge 11 könnte man dann andenken. Eine 11. Folge müsste es noch geben. Für die ganzen Nebenquests, die dann noch da sind. Eine Folge 12 vielleicht für die ganzen Inseln, die dann noch übrig sind. Eine Folge 13, weil es gibt ja dann auch noch einen Endkampf. Und wenn wir dann 13 Folgen schaffen, dann sind wir echt gut. Ich denke aber, wir brauchen mehr. Also würde ich jetzt schätzen. Ich weiß es nicht. Aber da ich dieses Spiel relativ vollständig haben möchte, kann ich mir einfach vorstellen, dass 13 schon eine realistische Zahl ist, aber wahrscheinlich eher mehr als weniger. Wenn ich mich auch mal langsam dran halten möchte, dass ich 2 Stunden Folgen mache und nicht 4 Stunden Folgen. Waren wir hier schon drin? Hinten ist eine offene Truhe, ne? Oder? Warte. Ich will wissen, ob ich mich auf den Saftsack da einlassen muss oder nicht. Sieht für mich sehr offen aus. Ja. Ha, hier waren wir schon. Dann muss ich da nicht ran. Wie der Gegner da eben so runter aufs Board gefallen ist, ne? Vom Floats. Guck mal, ist der Turm der Götter auch wieder ganz nah. Waren wir hier oben schon? Ich sehe da gerade keine Truhe. Knurps, Knurps mit dem Hals. Das ist immer gesund.
Aber ich bin froh, dass wenigstens diese Aussichtstürme nicht treffen können. Und dann frage ich mich, diese Aussichtstürme, wo enden die unten? Sind die jetzt irgendwie 100 Meter hoch? Dass die unten irgendwo gähnen? Erstmal von Bord schmeißen hier. Nee, also wisst ihr, wie ich meine? Ist das jetzt irgendwie am Meeresboden in Hyrule festgemacht am Boden? Oder wie machen sie die Türme fest? Ich meine, ich kann es mir das durchaus vorstellen. Es gibt eine Maximal- und eine Minimalhöhle zwischen der Ozean random hoch und runter wippt. Ne? Das ist klar, da gibt es Minimal-Maximalhöhe. Aber... zusätzlich. Ja, ich denke mal, leicht unterhalb der minimalen Höhe wird halt dieser Stamm enden hier, ne? Dieser Stamm da halt. Trotzdem frage ich mich sinnvollerweise, wo wäre der denn zu Ende? Oh, warte mal, hier haben wir den Fisch noch gar nicht bemüht. Wo bist du? Neptuno, da hinten bist du. Kriegen wir den? Hier ist ein bisschen weiter hinten, glaube ich. Ja. So. Ein bisschen weiter hinten vor allem. Ja, links, spring runter. Das, da taucht doch nach dem Schatz. Ja, auch mal dieses Glitzergeräusch, ne? Na also. Nun ja. Kleinvieh macht auch Mist. Ich muss unbedingt zu Tingeln. Unheimliche Geschwindigkeit, weil wir eigentlich ja wieder den Wind bemühen müssten. What a surprise. Ist aber auch schön, dass ich grundsätzlich von der falschen Seite an die Riffe ranfahre. Ist das nicht schön? Oh, guck mal, da hinten der Leuchtturm von Portemonnaie, wie der hier noch wirkt. WTF, wie der hier noch wirkt. Kommst du? Mit der Musik. Dum, 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 dum. Und quatschen immer zum kleinen Minifisch, ne? Hey, Jungchen, falt mal die Karte auf. Das sechste Augenriff. Oh Gott, das sechste. Das macht ja. Das, ich freue mich schon. In Portemonnaie gibt es doch diesen Marktstand. Der Besitzer lässt sich da einfach selten seinen vollbeladenen Tresor rumstehen. Damit ihn auch ja jeder sieht. Würde mich nicht wundern, wenn es mal demnächst so manchen Dieb auf den Plan ruft. Naja, wenn dann Dieb auf frischer Tat ertappen würde, würde ich ihm aber den Hosenboden stramm ziehen. Das kannst du mir glauben. Selbstverständlich aber nicht aus purer Nächstenliebe, sondern weil ich auf eine feine Belohnung vom Chef dort abgesehen hätte. Nun schau doch nicht so überrascht, ist nur mal die Welt der Erwachsenen. Das wär's soweit von mir. Das ist also ein Hinweis auf eine Nebenaufgabe, dass unser guter Suzuki beklaut wird, nachts. Von wem nur? Müssen wir halt tagsüber mal mit ihm drüber sprechen, ne? So, mein Kleiner. So geht das. Du möchtest gern Pirat. So. Was geht hier ab? Jetzt. Ja. Ich war nur zu faul. Ja. Ach, hier gibt's ja doch noch ein Schiff. Ich dachte, hier gibt's kein Schiff. Fick dich. Ballert immer alles schön hier. Dann trefft ihr euch vielleicht noch gegenseitig. Mein Gott, bam, 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 bam. Wie viele gibt's denn hier?
Habe ich getroffen? Ja. Ja, den habe ich schon mal versenkt. Das Schwein. So. Ah, da ist noch einer. Getroffen? Zumindest hat er mich getroffen. Alter, das kannst du doch nicht machen mit mir. Ja, fick dich. Ich bin doch gerade wieder auf dem Boot drauf. Du kannst mich doch nicht direkt wieder... Also, das geht doch nicht. Das ist unfair. Also, ich darf das. Die nicht. Alter, du Huren! Na! Oh, über mir schlafen meine Vermieter. Ich sollte ein bisschen ruhiger sein. Ich sollte ein bisschen ruhiger sein. So, ein bisschen intimer hier. Ein bisschen näher ran ans Mikrofon. Weißt du, kann ich auch ein bisschen... So, verfickten Wind erstmal wieder bemühen hier, Alter. Das Spiel, das bringt meine negativen Seiten hervor, eindeutig. Oh, muss ich hier schimpfen. Muss ich hier schimpfen. Ja, wohin wohl sonst? Aus meinem Arsch kommt gleich der Wind, mein Lieber. Und jetzt... So. Ja, das ist auch eine super Idee, dass ich mich selber runterfeuere. Komm, du Dreckschwein. Dich mache ich platt. Haben wir dich endlich, Mistsau. So, wo gibt's denn hier jetzt noch einen scheiß Kanonengedöns? Ah. Boah, Alter, also ich bin so froh, weil ich das in dieser Folge dann auch erledigt habe mit diesem Scheiß. Mit diesem Scheiß halt. Da hinten ist ja noch einer. Oh, muss ich etwa wieder den Wind bemühen? Alter, mein Gott, stell mich hin, nicht in Versuchung, Proben machen, Gedöns und... Immer hin und her und hin und her und hin und her. Ich hasse diese Riffe. Alter. Immerhin ist es hinüber. Oh, nur noch ein Riff, dann sind wir durch. Alter, mit der Scheiße. Mit dieser Mistscheiße. Und wie gesagt, richtig nervig wird es dann erst wieder, wenn wir dann halt wirklich an die Schatzsuche gehen. Und dann diese ganzen Schatzkarten abzugrasen. Alter. Vielleicht mache ich das ja auch nach dem Spiel. Nach der Story oder so. Für mich alleine. Während ich nebenbei Let's Play laufen lasse. Weil das als Hauptbeschäftigung, da drehst du ja bei am Rad. Macht, das ist jed, Junge. Jetzt müssen wir wieder rumschwirren. Wobei, jetzt geht's, glaube ich, einfacher. Hier können wir von hier aus eigentlich schon ganz gut rüber. Naja. Danke, Spiel, dass ich jetzt nicht wieder ganz rumlaufen muss. Wie sonst in den Riffen. Oh. Also man schön die höchste Stelle nämlich ganz ans Ende gesetzt, immer, habt ihr ja gesehen. So, zur Sicherheit nochmal den Wind justieren. Es ist, ich sag mir, es ist nur noch ein Riff, dann bin ich durch mit der Scheiße. Dann haben wir die Kackriffe durch. Da müsste echt eigentlich, da müssten drei Herzen eigentlich drin sein. Ja, das sind irgendwann mal irgendwelche Schatzkarten. Und was da am Ende ist, ob das nun auch mal ein Herzteil ist oder meistens ist es ja eh nur Edelstein, das weiß man ja auch nicht. Warum habe ich denn die Bombe noch geworfen? Ich kluger Mensch. Da ist aber auch langsam echt eine Bombenarmut, ne? Keine Bombenstimmung mehr, sondern eine Bombenarmut. Es ist nur noch ein Riff. Ein Riff. Ach, Leute, was machst du nur mit mir? Warum hast du mich hier als Helden ausgesucht? Geht doch nicht. Was muss ich hier mitmachen? So, A2. Ist das letzte Riff. So, wir haben...
Mal eben kurz einen Bleistift rausholen. Dann kann ich 5 Riffe, da kann ich schon mal ein X durchmachen. Das war die durchhaben. Und A5 haben wir noch durchgemacht. Sowie diese Haifischinsel rechts davon. Gut. Mache ich da auch X. Ja. Ich meine, eigentlich haben wir hier auch eine Karte, ne? Da muss ich eigentlich keine anfertigen. Aber komm. Ja, bitte. Nein! Da sind wir doch mitten in der Insel drin. Können wir hier noch irgendwas einsammeln? Wenn wir schon mal hier sind, kann ich denn hier irgendwas Sinnvolles einsammeln? Ist hier irgendwas im Gras versteckt? Toll. Toll. Bin begeistert. Kannst du vergessen. Mui. Gähn. Also muss ich echt dahin und muss den Rest fahren. Das ist ja lieb. Naja, so ist das mit diesen Randgebieten, ne? Die sind mal sehr erquicklich. Halb eins ist es gleich. Ich habe auch endlich wieder YouTube aufgeholt. Mein Gott, das hat aber ewig gedauert. Weil ich halt den ganzen März über echt war Flaute. Habe ich kaum was gemacht. Na, das zeigt es genau dahin. Und weil wir jetzt eine längere Fahrt vor uns haben, komm. Gehen wir noch so einmal vollen Rückenwind. So. Hat jetzt nicht mega viel gebracht, aber läuft. Lass uns bloß in Ruhe, Hai. Lass uns bloß in Ruhe. Sonst, also ich bin gerade echt nicht gut zu sprechen. Auf. Wobei, das ist ja, glaube ich, der Hai, der einen eh immer verfolgt, ohne was zu tun, ne? Ich muss sie erstmal anders hinsetzen hier. Oh, morgen ist. Ich muss mir nur sagen, ich muss morgen nicht raus. Donnerstag muss ich noch was beim Amt vorbeibringen. Und hab Frühstück bei Caritas, aber. Heute, ich muss morgen. Also übermorgen dann. Aber morgen muss ich. Oh, nicht mehr raus. Ich habe jetzt ein neues Mauspad hier schon eingerichtet. Das ist auch wunderschön. Das fühlt sich total gut an. Und soll ich euch mal was sagen? 7 Euro. Unglaublich. Manchmal sind so billige Dinge. Die richtig guten. Hm. Gibt ja schon alles mögliche an Mauspads, ne? Habt ihr schon Mauspads gesehen? Was ist das für eine komische Insel da hinten? Ist das die verwunschene Bastion? Nee. Hab schon Mauspads gesehen. Doch, das ist sie. Mauspads gesehen, Ah ja. Kleines Schweinchen. Die haben eine Aufladefunktion tatsächlich dann für Mäuse. Also das ist, dass du da deine elektrische Maus, ne, deine kabellose draufstellen kannst oder dass das Mauspad selbst dann die Maus lädt. Finde ich geil. Aber unnötig. Weil alles, was lädt, weiß ich nicht, also früher waren kabellose Mäuse mal mit Batterie und so. Und ganz ehrlich, da bin ich nicht so der geduldige Mensch, der dann, dauernd wieder was aufladen möchte oder Batterien wechseln. Ich meine, gut, wenn du jetzt schon Mauspads kaufen kannst, die das machen, die dann auch noch an den Rändern irgendwie RGB-Beleuchtung haben, die du programmieren kannst und so. Alles geil, aber ganz ehrlich, da kannst du auch dein Handy draufladen, alles super, aber 80 Euro, 90 Euro für ein Mauspad. Also, kriegst du mich nicht mit. Was leuchtet denn da so extrem? Seht ihr das? Ist es vielleicht eine unserer Schatzkarten? Ist das eine unserer Schatzkarten, die da was anzeigt? Das fände ich jetzt mal interessant. Ach, Hai, geh mir doch nicht auf den Keks. Ich habe keinen Heidenspaß mit dir. Guck mal, jetzt leuchtet es hier nicht mehr so stark. Oh Gott.
beweg dich mal so ein bisschen. Bewegen, ein bisschen. Es reicht mir jetzt gerade wirklich schon ein bisschen. Ich gucke jetzt hier erstmal ab, was hier abgeht und so. Oh, immer wieder diese Musik, ne? Ich weiß, dass hier Gegner sind. Es wird auf mich geschossen. Ich gehe davon aus, dass ich hier Gegner habe. Mein Gott. So. Was haben wir hier noch so? Warte. So, und dich da hinten noch. Aber ein bisschen niedrig. Mein Gott. Oh, gut, dann fahre ich halt näher dran. Verdammte Endzocht nochmal. Ich will diese Scheiße hier endlich fertig haben. Die regt mich so auf. Mein Gott. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Gott wird sich jetzt auch fragen, was habe ich mit diesem komischen Spiel zu tun? Aber sei dir einfach gedankt. Ich muss gerade... warte mal. Eher so. Traube hat mich echt nicht überzeugt. Mein Gott. Wir sind voll schnell unterwegs hier gerade. Und jetzt. Aber ich bin gerade einfach glücklich. Soll diese verkackten Riffe durchhaben. Mach ich auch gleich wieder ein Kreuz hier. Siehst du, andere machen 3 Kreuze im Kalender, ich mach 6 Kreuze auf der Karte. Weil mit der Scheiße durch sind. Wir haben heute 8 Inseln. 8 Inseln haben wir heute bewuselt. Nun ja. So. Na. La 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 la. Mein Gott, fick die Henne. Okay, Triforce-Karte 5. Karte muss entschlüsselt werden. Terry-Karte. Schatzkarte 41. Ist das hier? Ich meine, das ist halt 100 mal 100. Super, aber ist das jetzt das 6-Augen-Griff oder eher das 4-Augen-Griff? Das ist das Ein-Augen-Riff. Da waren wir. Schön, dass wir da jetzt... sind wir da jetzt im 6-Augen-Riff? Weiß ich noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Augen das hier hat. Vier Augen? 4 Augen, ne? Ja, das wäre dann nah am Eingang. Das wäre hier so. Hier glitzert nix. Geh mal runter, Wellenberg. Ich will mich hier umgucken. Und warum hast du hier gerade so einen Wellengang? Warum höre ich hier gerade schon wieder so eine Musik? Als ob hier was läge. Nee, rüber. Rüber. Was liegt da? Nase juckt.
Na, was haben wir? Hier fehlt mir irgendwie ein Stückchen Audiospur. Ich habe mich nur gewundert, warum ich jetzt eine große Feenkarte bekommen habe, weil, warum? Ich meine, ich hab die ja schon alle. Naja, hier geht's jetzt aber auch direkt weiter. Tschüss aus der Post-Production. Nee, lass mich mal. Ach, das war die Karte. Okay, auch gut. Ja, döte. Nein, ich will... Warum? Also, wir haben die große Fee. Lass mich kurz gucken. Ach, die auf Präludien haben wir. Die von hier aus unter uns. Hier ist eine Fee. Wofür? Also... Da ist ein Feenkordial. Auf A, B, C, D, E, E3. Ernsthaft? Okay, also ich schreibe es mir mal eben kurz auf. A, 3, B, 2 und 6. Brauche ich nie aufschreiben, weil das sind die auf Präludien. Das weiß ich ja 100 Pro. C, 1, D, 6, 7, E3, G4, Gipfel. Öffnen. So, A3 ist Feenkordial. Gut. B2 ist die Mutter-Kind-Insel. C1 ist ein Feenkordial. D6 und 7. Feenkordial und das war die gefangene Fee. E3 ist Feenkordial und G4 war das Dornarm, ne? Genau. Ja, dann haben wir sie doch eh alle. Wozu habe ich denn da noch eine Karte für gefunden? Als ob ich zu doof bin. Weißt du, so Dinge, die ich schon lange erledigt habe und dafür kriege ich nochmal eine Karte. Da fühlt sich mal nicht nach einer Belohnung an, irgendwie. Aber yay, wir haben zufällig und aus Versehen einen Schatz gehoben. Oh Mann. Immerhin. Man taucht das denn eigentlich auch... Ja, da wird dann auch rot umkringelt, wenn wir ihn eingesammelt haben. Finde ich sehr gut. Damit man halt auch noch durchsteigt, weil... Naja, es sind schon ein paar, ne? Wo kommen wir denn da hin? Hab eine Idee. Der Wind geht in die Richtung. Ich habe magische Energie ohne Ende. Das halte ich durch. Meine Idee ist nämlich, hier hinzufliegen. Auf einer leicht erhöhten Stelle. Weil dann muss ich jetzt nicht komplett rumlatschen. Weißt du, wie ich meine? Ich bin ja lernfähig. Und ich denke mir so, warum soll ich hier einmal außen rumlatschen durch die Scheiße, wenn ich jetzt auch hier lang kann? Also wenn ich einmal kurz rüberfliegen kann. So. Ich hoffe, es reicht, weil es sieht echt sehr hoch aus. Kann ich mir gerade vorstellen. Hä? Andere hohe Orte gibt es ja gar nicht so richtig. Naja, versuchen wir es mal. Warum sollte es auch nicht funktionieren? Boah, das war aber knapp. Och, das letzte Riff ist erledigt. Alter, ich breche ins Essen. Bin ich gerade glücklich. Natürlich wieder eine Schatzkarte. Warum auch nicht? Was denn sonst? Ja. Nähere dich mit dem Boot am Zielpunkt. Ja. Ach, Link. Da machst du was mit. Ach. Ich bin gerade so glücklich, diese Kacke durchzuhaben. Ach Gott. Nerviges Geballer und aufregen musste man sich dauernd. Ah. So, wollen wir hin. Mal eben kurz hier hin. Ja. Ich brauche unbedingt wieder Tierfutter, bevor ich irgendwo hindüse. Unbedingt Tierfutter.
Na. Na, sie juckt. Lass den Wind aber bitte jetzt nicht wieder von vorne kommen. Oder so. Ah, es ist auch nicht viel besser. Er kommt. Er kommt nicht günstig, aber ich kann immerhin fahren. Mehr will ich ja gar nicht. Lalalala. Ich find's immer lustig, wie es festgesetzt ist. Auf Präludien gibt's ja nun auch noch eine Karte. Aber wollen wir das wagen? Also, da würde ich eigentlich auch gerne ein bisschen stärker sein. Um das zu wagen, hier auf Präludien den Schatz zu heben. Aber hier ist halt noch ein großer Schatz. Aber das gehört zu den schwierigsten Herausforderungen, die das Spiel zu bieten hat. Da würde ich gerne noch ein bisschen Hauptstory verfolgen, damit das Masterschwert ein bisschen mehr Kraft kriegt. Ich will eine Put-Put-Frucht. Damit 60 Punkte und werden sie Superweb. Okay. Mehr können sie aber nicht tragen, okay. Okay, wir haben alles. 36 Punkte gesammelt. Irgendwann einen tollen Bonus. Erstmal haben wir in der Posttasche ja noch... Was haben wir denn hier noch alles? Urkunde des Anwesens. Ah ja, stimmt. Brief von Dolores. Den sollen wir doch zur Post geben. Laudatio-Schein. Was macht der? Wollen Sie Ihren Laudatio-Schein einlösen? Also dann... Sie sind mein bester Kunde, mein allerbester Kunde, mein allerbester Kunde! Das war's. So viel Lob zu hören freut einen doch, nicht wahr? Das ist so doof. Okay, das ist eine Idee. Ich gebe irgendeine schwierige Aufgabe an jemanden und wenn er die geschafft hat, kriegt er von mir einen handgemalten Gutschein, einen Laudatio-Gutschein und wenn er mal den einlöst, sage ich nur, du bist der tollste Mensch, den ich kenne. So, fertig. Ich fühle mich ein bisschen verarscht gerade. Aber angenehm verarscht. Ich reg mich gerade nicht auf. Ich hätte zwar gern lieber ein Herzteil gehabt oder sowas, aber... Ich fühle mich angenehm verarscht. Das ist nämlich so schön dämlich. So, dann gehen wir jetzt auch endlich mal hier den Brief ab, ne? Tschakabam, babam. Es ist recht weit von hier bis zum Postbotenhaus auf Draconia. Deswegen beträgt die Zustellgebühr 20 Rubine. Ist Ihnen das recht? Passt. Ich dachte, ich hätte was gehört. Sendung wird zugestellt. Bitte beehren Sie mich bald wieder. Sehr schön. Dann haben wir das auch erledigt. Ist ja schon seit Ewigkeiten dabei. So. Dann würde ich jetzt mal... endlich mal nach Portemonnaie aufbrechen. Dafür, dass das so ein Dreh- und Angelpunkt ist, waren wir ja schon ewig nicht mehr intensiver gefühlt. Ja. Die Karte hatte ich damals aber tatsächlich auch aufgedeckt. Also ich war schon zu jeder Insel mal hin. Ich habe die nur nicht immer alle durchgemacht. Mir nur mal angeguckt. Na Mensch. Ha, ha, la, la, la. Oh, hier, hier hält sich auch direkt wieder meine Laune auf. Ich war früher so oft auf Portemonnaie, weil das ja eine der Inseln ist, wo ein bisschen mehr los ist, ne? Das freut mich. Das ist ja auch doof, dass ich schon einen vollen Fotoapparat habe. Hat ein bisschen was von einem Schlüsselloch, das Auge. Kommen die Feuerfledermäuse, bin ich mir nicht sicher, ob ich die da richtig drauf habe. Wobei, nein. Die hier, die gibt es ja nur wirklich wie Sand am Meer. Warum ich den Futterparat leer mache, weil ich was ausprobieren möchte. Aber gucke mal, was er schon mittlerweile alles hat. Er hat seinen Stand schon erweitert hier. Geil.
Sieh doch nur, mein Freund, mein Warensortiment ist bereits überaus beachtlich geworden. Dank dir kommt jeden Morgen der Postbote und bringt mir die Waren von den fliegenden Händlern. Jetzt kann ich meinen Stand aber wirklich sehen lassen und auch ich bin mir jetzt meiner Berufung als Händler wieder ganz sicher. Dir alleine verdanke ich meinen prächtigen Stand. Ich will mich wirklich erkenntlich bei dir zeigen. Eigentlich ist es ja mein großer Schatz und kommt gleich nach dem Kapuzenmantel. Aber einem Dankgeschenk an dich will sich so Narin nicht lumpen lassen. Was kriegen wir denn? Wie geil, die magische Barriere. Ich wusste nicht, dass man die so jetzt schon kriegt. Okay. Verrückt. Mit der magischen Energie kannst du dann deinen Gegner einen Rundumschlag verpassen. Zudem schützt sie vor Angriffen. Nutze sie, indem du das... Das ist mega. Als ich von meiner Heimat herkam, war es der einzige Besitztum, das ich mit mir nahm. Dieser absolute Unikat, das vermag deine geheimnisvolle Kraft vor Gefahren zu schützen. Selbstverständlich auch auf See. Beschütze dich also damit und finde wieder fliegende Händler für mich, auf dass mein Warensortiment noch vielfältiger werde. Allerdings habe ich dann leider nichts mehr, das ich dir geben könnte. Das ist völlig in Ordnung. Das ist völlig in Ordnung. Ich bin glücklich. Hey du! Du stehst da im Weg. Verschwinde, na los. Ups, entschuldige. Das war unverschämt. Ist wohl die Macht der Gewohnheit. Tut mir wirklich leid. Willkommen, willkommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei unserem berühmten Marktstand von Portemonnaie. Ah ja. Leute von Portemonnaie und überall her, kommt zu unserem Stand und staunt über unsere zahlreichen Güter. Einen Besuch werden Sie nicht bereuen. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag, ein herrliches Wetterchen und genau richtig zum Einkaufen. Sieh dich bitte um. Na, komm doch bald wieder. La 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 la. Ja, ich kann natürlich auch die Insel weiter verschönern, aber im Moment würde ich gerne, ich glaube nämlich, das ging so. Wenn ich das Fräulein hier fotografiere, ja, so, dann haben wir doch unseren Spaziergänger und der steht auch auf die Olle. Wo ist denn der Spaziergänger? Da. Dieses Bild zeigen. Oh, ein Lichtbild. Ja, das ist das Mädchen. In letzter Zeit muss ich immerzu an sie denken. Sie ist wirklich wunderschön. Die habe ich ja früher schon mal probiert, aber es hat ja nicht funktioniert, weil da war es ja doch keine Farbbildkamera. Sie ist wirklich wunderschön. Das ist mir erneut klar geworden, als ich dein Lichtbild gesehen habe. Und genauso ist mir klar geworden, dass mir ein Lichtbild von ihr nicht reicht. Ich habe einen Entschluss gefasst. Ich mache sie zu meiner Freundin. Am besten, ich lade sie auf einer Tasse Kaffee an der Kaffeebar ein. Oh je, wie sie wohl reagieren will. Ich bin ja so aufgeregt. Ich habe einen Schuss gefasst. Zuerst lade ich sie einmal von einer Tasse Kaffee an und wenn es gut läuft, werde ich ihr meine Liebe gestehen. Oh je, ich bin ja so nervös, aber da muss ich durch. Wenn ich sie wohl nur am besten einlade? Ich frage sie mal. Machen wir mal so ein bisschen hier verkuppeln. Machen wir mal verkuppeln. Hust, hust. Verkuppeln machen. Geiles Deutsch. Ich habe Immanuel Koch von den Fotomeister im roten Ziegel aus nebenan ein wenig um Rat gefragt. Er meinte, nichts bringe junge Liebe schneller zum Blühen, als wenn man einen angemeldet, ein wunderschön aufgenommenes Lichtbild von sich schenkt. Du hast doch eine Fotobox, soweit ich weiß. Könntest du mir dann vielleicht den Gefallen tun und ihm ein Lichtbild von mir bringen? Vielleicht erkennt er dann, wie sehr ich für ihn schwärme. Na klar. Wirklich, das ist ja so nett von dir. Aber bitte fotografiere mich von meiner Schokoladenseite. Soll ich in den Arsch fotografieren oder was? Ich will unbedingt, dass er auch mein schönes Kleid sieht. Bitte achte darauf, dass es ein Ganzkörperbild wird. Ob er morgen wohl auch hier vorbeikommt? Ja, das haben wir ja nun schon gemacht. Ich dachte nur, ich könnte noch irgendwas erfragen oder so. So, er kommt langsam. Hat er schon was noch zu sagen wieder? Ich habe einen Schuss gefasst. Naja gut, dann lad sie mal auf Kaffee ein. Hala, wie geht's eigentlich unserem Emo? Dank dir geht's mir gleich viel besser, danke Mann. Mensch, es ist ja gar kein Emo mehr wegen uns, das ist ja schade. Ich weiß, dass es noch einen dritten Marktstand gibt, wo es dann halt noch Statuen gab. So in der Mitte Kleinkram, links Pflanzen und rechts Statuen. Ja, irgendwann verschönere ich auch nochmal die Stadt. Eigentlich, wir haben auch gerade gar nicht genug Kohle. Und da kann ich gerade eh nicht viel machen. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Ich mach mal eben den Fotoapparat leer. Es geht mir auf den Sack, dass ich da mit einem vollen Fotoapparat rumrenne. Das geht ja schnell. Wenn ich dann wieder da bin, mache ich einmal Tag-Nacht und dann gucke ich mal. Habe ich noch ein paar Punkte hier auf der Insel, die ich überprüfen möchte. Ich möchte noch einmal eine Auktion mitmachen.
Felicitas bei Nacht besuchen, weil die immer irgendwie wegrennt. Und gucken, was aus dem Pärchen wird. Das sind noch auf jeden Fall Punkte, die ich offen habe. Aber erstmal mache ich den Futterbrat leer, weil wie gesagt, das geht mir auf den Keks, dass der immer voll ist. Ich finde es auch eine behinderte Designentscheidung. Oder sagen wir lieber eine behindernde Designentscheidung, dass man immer nur 3 Fotos aufnehmen kann. Das finde ich echt ein bisschen dürftig. Sehr dürftig. Und ja, ich gehe gleich ins Bett. La 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 la. So, bis in den Wind kreuzen, sonst kommen wir da nie an. La la la. Ich finde die Musik immer noch schön. Dum dum dum. Bam, dum, dum, bam, 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 ba, da, 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 la, 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 la. Ich kann euch mal diese magische Barriere vorführen. Wo haben wir wieder denn jetzt? Da haben wir diese magische Barriere. So, sind sie unbesiegbar, solange wie sie an ist, verbraucht sie aber eben auch magische Energie. Ne? Mehr kann sie nicht. Aber wir sind dann halt unbezwingbar in dem Moment. So. Sabuko, grüß Kitsu. Ich habe die Figur für dich fertig. Ich weiß, das sage ich dir immer. Ja, geh doch mal. Ich habe sie im dritten Raum. Was war das denn für eine Figur? Reicht dir das? Oh, welch inspirierendes Kunstwerk. Ich muss direkt was erschaffen. Das ist schön. War das auf Präludien oder war das... Ich weiß es gerade gar nicht. Muss ja, ne? Ich glaube nicht, dass ich von Draconia da irgendwas hatte. Oma hatte ich, glaube ich, letztes Mal fotografiert, ne? Kitsu Großmutter. Ah ja, Kitsu Großmutter. Ah ja. Herkunft Präludien. Charakter manchmal etwas zu besorgt. Sie zieht ihre 2 Enkelkinder liebevoll auf und ist zudem eine großartige Köchin. Besonders ihre Suppe ist vorzüglich und die Basis einer gesunden Ernährung. Manchmal erlaubt sie sich aber einen kleinen Spaß mit Kitsu und spielt ihm den ein oder anderen Streich. Kann man sich bei der Oma hier gar nicht vorstellen. Die wird immer so lieb. Ja, wobei, man kann auch lieb sein und Streiche spielen. Hatten wir Ariel schon? Wann habe ich denn eigentlich das Foto von Ariel gemacht? Schwester von Kitsu beliebt bei allen im Dorf, sehr lebenslustig und aufgeweckt. Ihr größter Wunsch ist, schnell groß zu werden, damit sie und ihre Großmutter beim Wasserschöpfen helfen kann. Damit sie ihre Großmutter beim Wasserschöpfen helfen kann. Ihr Schatz ist das Fernrohr mit Bildern einiger Möwen. Ha. Nun ja. So, wir machen jetzt automatisch Tag-Nacht-Wechsel, müssen wir ja machen, weil, ne? Und so. Dann brauche ich auf Portemonnaie nicht auch noch einen Tag- und Nacht-Wechsel machen. La la la, la la la, la la la. Nein, das suchte ich. Wie ging das nochmal? Nein, so, warte. Wie ich mir diese Form merke, ist immer ganz einfach. Weil ich mir halt immer sage... Ich gehe mal in den 6er-Takt, den wir noch gar nicht haben. Ne, also weil wenn ich jetzt sage, guck mal, das hier ist die Sonne und da geht sie unter. Wisst ihr, was ich meine? So merke ich mir das, ne? Zusammen gewuselt die Sonne, geht unter. Oder eben, Wind kommt von oben, geht nach links und rechts, breitet sich aus oder der Tornado fängt unten an, wirbelt sich dann zusammen und geht dann nach oben weg. Mit sowas merke ich mir einfach die, die Reihenfolgen. Hatte aber am Anfang auch arge Probleme. Oh, als das 2004 rauskam, da war ich ja 10 oder so. Oh, ja, arge Probleme hatte ich damit, die ganzen Reihenfolgen. Denn war ich schnell genug, denn da den Control-Stick zu bedienen. Aber mein Gott, da fing ich ja auch gerade erst an, einen eigenen Computer zu haben und einen eigenen Konsolengedöns und alles, ne?
Seine Größe, der Erscheinungsraum sieht er gleich mal an. Im dritten Raum links von mir. Draconia? Hast du die Feuerfledermäuse nach Draconia gepackt? Reicht dir das? Oh, 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 oh. Dritter Raum links? Hier? Ist doch gelogen. Nee, ist es nicht. Gucke mal. Flederbeißer und Feuerflatterer. Heimat das Draco-Sanktuarium. Sie hassen Schuss- und Bogenwaffen. Eine Fledermaus-Abart, die gerne aus der Dunkelheit heraus angreift. Die Feuerflatterer, die gerne aus Magmalöchern hervorgeschossen kommen, sind besonders gefährlich. Wie einfach diese Polygone gemacht sind, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Wie einfach das einfach gestaltet ist. Schon süß. Ja. Oft genug drüber aufgeregt über die kleinen Mistscheißer. So, dann düse ich nochmal kurz da oben, nochmal Tag, Nacht und dann gehen wir wieder runter. Dann gehen wir wieder runter. Und dann kriegt er das Bild von der Frau aus Portemonnaie. Dann habe ich nämlich auch endlich wieder die Möglichkeit, Leute zu fotografieren. Und habe nicht immer den Fotoapparat nur voll. So. Bam, bam. So. Ich überlege gerade, wie viele Leute von Portemonnaie haben wir denn ansonsten fotografiert bisher? Ich glaube, vieles da nicht, ne? So, dann wollen wir mal runtergucken, was er daraus gemacht hat. Aus dem Oktopus. Ob er das auf See auch einsortiert hat? Bestimmt, ne? Sag ich dir immer, geh doch durch die Tür in den Ausstellungsraum im Raum ganz hinten von mir. Nee, hat er beim Monstern, okay. Oh, 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 inspirierend. So. Also hat er beim Monstern aufgestellt. Den Oktopus. Wo hat er denn Da hinten. Ja. Octalus, die See. Wirksame Waffenschuss und Bogenwaffen. Ein legendärer Riesenkrake, von dem es im ganzen Meer nur 6 geben soll. Wir haben ja auch erst 2 oder 3, ne? Nähert sich ihm ein Schiff, zieht er es in seinen tödlichen Strudel hinein. Im Wassergrab zu entkommen, sollte man mit einem Schuss oder Bogenwaffe all seine Augen ausschießen, bevor man im Strudel untergeht. Ja gut, dann haben wir noch ein paar vor uns, ne? 6 Stück, gut zu wissen. Mhm. Ja. So, dann düse ich jetzt aber erstmal weiter. Und Felicitas möchte ich noch besuchen. Nee, wie heißt du nochmal? Dolores. Felicitas ist ja die Lütte. Weil die ja jetzt eventuell schon Antwort bekommen hat von Momo. Vielleicht. Ihren Mollblin. Vor allem, das sind ja diese riesigen, muskulösen Schweine. Na, also wenn die beiden miteinander was anfangen, das muss doch wehtun. So, schwupp, 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 schwupp. Und das ist übrigens ein guter Lerntipp. Also wenn ich sage, ich merke mir die Formen in den Dingern. Das ist ein guter Lerntipp, bei egal was ihr lernen wollt. Merkt euch Formen und Bilder. Merkt euch nicht Zahlen und Worte und Bezeichnungen. Merkt euch Bilder. Das hilft immer. Weil ihr seht es ja, ich habe das Spiel 10 Jahre nicht gespielt und kenne die Form immer noch auswendig. Jo. So, der Kasten wackelt schon mal nicht. Bam, bam, bam. Bam, ba, bam. Ba, bam, ba, bam. Ba, bam, ba, bam. Bam, bam, bam. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Wo ist die? Oh, die Frau ist weg. Aha, sind sie beim Kaffee trinken jetzt endlich? Mal gucken, ob sie beim Kaffee trinken sind. Es gibt in ganz Legend of Zelda keinen Puff, fällt mir auf, ne? Es gibt hier keinen Puff in dieser Welt. Es ist eine sehr liebe Welt.
Oh, wir sind jetzt ein Paar. Kannst du es fassen? Findest du nicht auch, dass wir wundervoll zusammenpassen? Wir sind so glücklich. Unsere Herzen sind im Glück vereint. Und deswegen haben wir beschlossen, dass du auch etwas von unserem Glück abhaben sollst. Na Mensch, gucke mal. Ein Herzteil gefunden. Vor allem gefunden. Er hat es gerade geschenkt bekommen. So, mehr Energie, also immer fleißig suchen. Nochmal vielen herzlichen Dank. Ach, du bist's. Hör mal mir kurz zu und so. Ich habe tatsächlich gewagt und gewonnen. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen und sie angesprochen. Und das war genau die richtige Entscheidung. Sie war nämlich genauso verliebt in mich, wie ich in sie. Ja. Ach ja, das Leben kann so schön sein. Du hast ihm doch das Lichtbild gegeben, erinnerst du dich? Und das soll der Ausschlag gewesen sein, dass er sich endlich ein Herz gefasst hat. Ich danke dir. Mensch, so einfach kann's gehen, ne? Hast du da noch was zu sagen? Was gibt's? Plaudern. Neulich marschierte ja doch tatsächlich eine ganze Piratenbande hier ein. Heute Nacht wird hier kräftig einer draufgemacht, grölten sie mir entgegen und mieteten die Bar gleich bis zum nächsten Morgen. Die ganze Nacht durchgezecht haben die. Und je später die Stunde, desto schräger die Lieder. Junge, das war vielleicht ein Zirkus. Na, Hauptsache, die haben halt die Zeche nicht geprellt, ne? Ach, die machen schon alles richtig, die Piraten. Haben ja auch viel, ne, die Armen reich und die reichen Armen gemacht mal, damit die auch mal die andere Seite kennenlernen. Ach ja. Also jetzt gucke ich mal, ob Dolores mittlerweile schon mit Momo was zu tun hatte. Da bin ich ja mal sehr gespannt. La la. Oh, wen haben wir denn da? Dich kenne ich doch. Also wirklich, was sind Sie nur für ein sturer Mensch? Yeah. Schweig, ich sagte doch bereits, ich dulde bei mir keine Postboten. Los, verschwinde. Aber dabei habe ich mich extra zur verwunschenen Bastion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen und jetzt verschwinde. Ich kann nicht so laut schreien, weil meine Nachbarn über mir schlafen. Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens und unterschreiben Sie hier. Schweig, habe ich gesagt. Raus aus meinem Haus. Nur eine Unterschrift, dass ich hier war. Schweig endlich, hau ab. Oh Mann. Das muss ich mir nicht länger bieten lassen. Sie sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Dieser aufdringliche Postbote. Ständig belästigt er mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wem auch immer. Aber so weit kommt es noch, dass sich hier irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Ganz egal von wem, ich übergebe ja keinen einzigen Brief. Hallo? Kann ich etwas für dich tun, junger Mann? Ist der Postbote denn jetzt, ich meine... ist er hier draußen? Kann ich da irgendwie helfen? Nö, ne? Gerade nicht. Dann spreche ich mal mit Dolores. Ach ja. Oh, Momo, mein geliebter Momo. Tralitrala. Hoffentlich ist bald Post von dir da. Oh Momo, mein geliebter Momo, Tralitrala, hoffentlich ist bald Post von dir da. Leider nicht, aber ich kann auch nichts irgendwie ändern, weil ich kann dir nichts helfen und deinem Vater irgendwie auch nicht. Aber wo ist der Postbote denn hin verschwunden? Ich hätte ihm doch den Brief abnehmen können und dann unterjubeln. Also, der Lütten unterjubeln. Mensch, ich will doch sehen, wie sich das entwickelt. Bin doch sensationsgeil. Ha. So, Abkürzung. Tja, Mensch. Muss ich nochmal gucken, wie sich das denn entwickelt. Machen wir erstmal Nacht. Und dann gucke ich jetzt erstmal, was mit Felicitas abgeht. Und dann können wir nochmal eine Auktion machen. Mal, wen haben wir denn da? Hier ist leer, ne? Hier ist niemand da.
Kisch, kisch, schleich dich. Das gehört. Die muss sich unbeobachtet fühlen, ne? Dann rennst du weiter, oder? Ja. Ich darf nur nicht nah, zu nah ran. Das gehört. Aber schon irgendwo auch traurig, oder? Finde ich hier alles. Also wir haben hier... in unserer Welt würde diese Insel ja eher als halt Insel durchgehen. Maximal als Siedlung. Aber nicht als Stadt. Und das ist die Hauptstadt dieser Welt. Obwohl schon Generationen her ist, dass Hyrule untergegangen ist. Ich finde das traurig irgendwo. Die Tatsache. Wer ist da? Was? Hat er gerade ein Miau-Geräusch gemacht? Was soll das denn? Hat er echt gerade ein Miau-Geräusch gemacht? Oh Mann. Nee, aber dass das halt, wie gesagt, zur Hauptstadt geworden ist, also wo wirklich nicht mega viele Leute leben. Was war das denn hier? Himmel, bin ich erschrocken. Was soll denn das? Beinahe wäre mir das Herz stehen geblieben. Warum tust du sowas? Siehst du aus, als könntest du kein Wässerchen drüber, aber stellst dann schamlos einer Dame nach. Sag mal, für wen hältst du dich ja eigentlich? Für einen Streiter für die Gerechtigkeit. Für einen Unhold. Ja, das sieht man gleich. Du bist wahrhaftig ein Streiter für die Gerechtigkeit. Und ich bin übrigens kein Dieb. Außerdem habe ich ja noch nichts gestohlen. Bitte lass mich laufen. Das war nur ein Gelegenheitsdiebstahl. Dein Schweigen sagt mir, dass du wütend auf mich bist, nicht wahr? Darf ich es dir erklären? Dann leg mal los. Glaub es oder glaub es nicht, aber ich war früher das vornehmste Mädchen der Stadt. Ja, ein bisschen versnobbt, ne? Eines Tages aber wurde ich von diesem riesigen Vogelungetüm in die verwunschene Bastion, diesen schrecklichen Ort, verschleppt. Und mein Vater hat alles Geld, das er besaß, auf meine Rettung verwendet. Ja, er hat sein letztes Hemd gegeben, damit ich freikomme. Und seitdem leben wir in Armut. Ich arbeite von früh bis spät an diesem Stand hier, aber wieder reich werde ich davon auch nicht. Du siehst ja, wie ärmlich ich gekleidet bin. Und, was sagst du zu meiner Tragödie? Zum Kaputtlachen? Nö, ja... Also es ist jetzt, ja, mein Mitgefühl kannst du haben, aber es ist doch irgendwie schön, dass ihr Vater ja so viel investiert hat, sage ich mal, um seine Tochter zu retten, dass sie ihm mehr wert war als die ganze Kohle, die er hatte, und das sollte ihr irgendwo zu denken geben. Das war mein Mitgefühl. Und dann ist auch noch Dolores, die ärmste Kirchenmaus dieser Stadt, auf einmal steinreich. Weiß der Kuckuck, wie die das angestellt hat. Da kann man es mir doch nicht verdenken, wenn ich sauer werde und mir mal ein paar Boshaftigkeiten herausnehme, oder? Verstehst du, was ich sagen will? Ob ich das verstehe, dass sie deswegen klaut? Ja. Ob ich das gut finde oder gut heiße? Oder unterstütze? Nein. Dann lässt du mich also laufen? Das kann ich leider nicht. Warum denn nicht? Ich finde dich einfach zu süß. Ich flirte jetzt hier nicht rum. Ich meine, ich bin ein Held. Ich habe Verantwortung. Ja, du hast recht. Ich weiß ja selber, dass alles, was ich sage, nichts weiter als Vernunftreiterei ist. Armut schwächt nicht nur den Geldbeutel, sondern auch den Charakter der Menschen, nicht wahr? Naja, nicht wirklich. Aber heute kommen mir jedenfalls keine Ausreden mehr über die Lippen. Ich danke dir.
Dank dir habe ich gerade noch mal die Kurve gekriegt und bin nicht zu einem Dieb geworden. Jedenfalls werde ich so etwas nie wieder tun. Puh, ich fühle mich irgendwie wirklich erleichtert, weil ich mit dir über alles reden konnte und mir jetzt eine Last von meinen Schultern genommen ist. Zum Dank will ich dir ein kleines Geschenk machen. Was haben wir? Was hat sie da bitte schön noch? Oh, eine Flasche. Da bekommt man also die letzte Flasche her. Zum Beispiel Wasser mit ihr schöpfen oder einfach mit jeder Menge andere Sachen füllen. Supi. Perfekt. Nun schaut auch bitte nicht so zweifelhaft. Die habe ich nicht gestohlen. Ich habe sie am Strand gefunden, wo sie wohl angespült wurde. Es ist eine kleine, durchsichtige Flasche aus Glas. Wunderschön, findest du nicht auch? Aber ich wünsche, dass mein Herz auch einmal so wird. Ha, aber was rede ich denn da eigentlich? Kaum jemand lebt in Armut. Schon drischt man ungeniert die ausgelutschtesten Phrasen. Ich sollte mich schämen. Aber wenn ich nicht bald heimgehe, dann macht sich mein Vater noch Sorgen. Heim vor allem. Mein kleiner Streiter für die Gerechtigkeit. So klein bin ich gar nicht. Es müsste mehr Leute wie dich geben. Danke, danke für alles heute Nacht. Oh Mann. Tja, haben wir noch quasi Lehrer gespielt. So, jetzt werden wir uns erstmal hier an dem Safe vergreifen und ausrauben. Nein. Einmal mal ein bisschen Kohle sammeln. Auch wie man hier nicht hochkommt. So, haben wir das auch? Oh, ist das nicht schön? Jetzt haben wir 4 Flaschen. Wie viel Schleimgelee haben wir jetzt eigentlich mittlerweile? 5. Ich muss echt mal welche von diesen Dingern erwischen. Boah. Suzuki, Alter. Schwere Nöter. So. Gut, brauche ich mich für die... Na, ihr wisst schon wofür. Freut mich, dich wieder begrüßen zu dürfen. Möchtest du an der Auktion teilnehmen? Unbedingt. Verstehe, verstehe. Noch übrigens, jegwede Erklärung können wir uns ja wohl gänzlich ersparen, oder? Ich möchte aber mal hören, was er sagt. Na schön, dann hör mir bitte zu. Sobald es losgeht, drücke A wie wild, um das Recht zu erhalten und ein Gebot zu machen. Bieten kannst du danach jedenfalls eben durch Drücken von A. So lädst du dein Auktionometer auf und schaffst somit, sobald er voll ist, die Chance auf ein Gebot. Bei dem Gebot geht es darum, wie viel du bereit bist, für das Exponat zu bezahlen. Natürlich hängt der Natürlich hängt es aber nicht nur davon ab, wie viel du dir leisten willst, sondern wie viel du dir überhaupt leisten kannst. Natürlich lassen sich aber auch die anderen nicht lumpen und bieten fröhlich mit. Erhöht also jemand den Betrag, musst du damit kontern, indem du dann noch weiter erhöhst. Die ganze Prozedur wiederholt sich dann eine Weile und wer am Ende die höchste Gebot hat, der ersteigert Artikel. Das Zeitlimit beträgt eine Minute und merke dir, die verbleibende Rechtszeit wird nur angezeigt, wenn du selbst ein Gebot machst. Hast du alles verstanden? Habe ich. Dann wollen wir endlich beginnen. Oh, nur wenn ich selber ein Gebot mache. Zeit ist Geld. Das geht natürlich besonders bei einer Auktion. Gut, dann werde ich jetzt einfach Menü. Stoppuhr. Habe ich keine Stoppuhr? Stoppuhr und Timer. Galaxy App. Installieren. Akzeptieren, laden. 2 MB hat er. Dum, bam, badadadam. Los. Kriege ich die jetzt auch? Aha. Oh Mann. Wo ist meine Stoppuhr? Stoppuhr. Da. Keine Ergebnisse. Er kann mich doch mal kreuzweise. Öffnen. Stopwatch and Timer. Aha. Ich drücke dann auf Start, sobald hier auch losgeht. Nur sobald das Auktionometer halt losgeht. Alle wieder da hier. Seien Sie mir willkommen, hochgeschätzte Kunstkenner, Raritätensammler, die Sie auch heute Nacht wieder so zahlreich eingefunden haben. Ja, wieder einmal ist es für eine Auktion. Welch kostbare Kleinod erwartet Sie wohl heute Nacht? Ich muss gestehen, auch mir treibt die Spannung schon den Blutdruck in die Höhe. Also dann, das heutige Exponat ist dieses welche. Eine Glücksamulette. Was für eine Überraschung.
Ja, und wenn ich das sage, dann können sie mir das auch ruhig glauben. Finde ich jetzt nicht so toll. Da muss ich mich nicht für anstrengen. Nö. Wollen wir mal mit der Auktion beginnen. 40 Rubine für angemessen. Und los. Und 43 Rubine. Aber da habe ich keinen Bock, muss ich sagen. Also weil Glücksamulette kriegen wir so einfach. Also da lehne ich mich zurück und gucke zu, wie sie sich drum streiten. Weil ein Glücksamulett, ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber wir haben halt. Ne? Wir haben halt. Wir brauchen nicht. Wir haben halt genug davon und kriegen immer mehr und haben aber schon genug davon gesammelt. Wir könnten ja auch mal Kram verkaufen beim Händler, ne? Das habe ich noch gar nicht gemacht, dass ich Terry mal Dinge verkauft habe. Ich kaufe immer nur Dinge. Mein Gott, bieten die hier rum. kann ich abbrechen tatsächlich? Interessant. Meine Damen und Herren, unsere Zeit beginnt langsam zur Neige zu gehen. Korsak heißt er. 83. Ah ja. Als ob ich 100 Rubine für so ein Ding ausgebe. Also ich habe 200 oder so bezahlt. 200 und ein paar zerquetschte für... ihr wisst schon. 200 und ein paar zerquetschte für ein Herzteil. Da gebe ich doch nicht die Hälfte davon aus. Für ein olles Ding, was ich mit einem Enterhaken erwischen kann. Mit einem Greifhaken. Was wollen die damit? Haben die noch nie einen von den kleinen Viechern? Naja. Ich meine, ich würde ja mitbieten, wenn ich jetzt irgendwie 3000 Rubine hätte oder so. Aber so, nö. Mein Gott. Es bleiben nur noch wenige Augenblicke. Entscheiden Sie sich jetzt. Jetzt mal langsam vorbei. Die letzten 5 Sekunden. Sind die Würfel gefallen? Ist bereits alles entschieden. Und komm. Und zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Das heutige Exponat, ein Glücksamulett, geht an Korsak für 161 Rubine. Muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, da darf man nur nicht neidisch sein. Das Leben kann so schön sein. Nun gut. Sowohl die Freimütigen als auch die Knausrigen. Ich entlasse sie hiermit alle. Wie auch immer habe ich ihnen alle aufrichtigste zu danken. Ich erlaube mir so dann die heutige Auktion mal zu erklären. Immer das Gleiche. Ich kann mein Glück kaum fassen. Das ist wie der Frühlingsanfang und ein Sommernachtstraum zusammen. Es ist ein Glücksamulett. Ich kann ja von 100 geben. Ja. Oh nein, oh Graus, ich halte es im Kopf nicht aus. Da liegt doch irgendein Irrtum vor. Den kann man ja sonst immer relativ schlecht erwischen. Weil der ja sonst immer so vorm Tisch steht. Deswegen nehme ich den auch gleich mit. Ja. Fällt mir noch was ein, was ich hier machen könnte. Wo ist jetzt eigentlich das Heim, in Anführungsstrichen? Wo wohnen Felicitas und ihr Vater? Wo? Bitteschön. Weil die Insel hat ja nicht viele Häuser oder so. Ein Knast vielleicht? Könnte ich mir vorstellen. Weil es ja eh nicht benutzt wird hier. Ah. Dass man aber auch mal kein Schwert in Häusern rausnehmen darf. Nee, das, Ich hätte noch... Hätte ich noch... Also, eine Idee hätte ich noch, oder? Hm.
Meine Ideen habe ich eh unendliche, ne? Also was man hier noch alles machen könnte. In der nächsten Folge wollte ich einen Tempel machen, ne? Ich denke, bei der nächsten Folge machen wir dann hier den Erdtempel, würde ich sagen. Machen wir den. Und wenn dann halt Zeit übrig bleibt, nach dem Erdtempel, würde ich halt einfach weiter noch offene, nicht besuchte Inseln machen. So lange, bis ich sage, Folge ist lang genug. Was wollte ich tun? Ja, sonst ist hier nachts, glaube ich, erstmal nicht mehr viel los, oder? Kann ich eigentlich auch nachts in die Schule? Ist die denn da nachts? Ne, ich bin ja immer neugierig. Tatsächlich. Oder liebe Junge, der mir 48 geschenkt hat, was kann ich für dich tun? Nichts. Ach so. Kann ich da jetzt eigentlich Amulette weiterhin schenken? Wir haben schon wieder 7. Susu, du bringst mir also schon wieder Glücksamulette. Na, dafür bin ich dir aber dankbar. Also das macht dann zusammen mit denen vom letzten Mal ja ganze 55. So viel Glück, das kann ja gar nicht mehr gut sein. Du bist wirklich der größte Glücksbringer der Menschen. Was soll man denn da noch sagen? So ein verdienstvoller Junge wie du verdient natürlich auch eine gebührende Belohnung. Ein Orangenrubin. So viel wert wie 100 Grüne. Mein Gott. Okay. Kriegen wir erstmal Taschengeld. Ja, ich weiß, es ist nicht wirklich viel. Naja, ein kleines Taschengeld halt. Aber sag keinem was davon, ja? Das ist ja cool, dass wir hier immer noch irgendwie abliefern können. Das ist sicher auch wesentlich mehr, als uns Terry dafür gegeben hätte. Hätten wir Terry verkauft. Weil da muss man halt Dinge in der Hand nehmen und ihm hinstrecken, ne? So, dann mache ich noch einmal Tag und dann gucke ich nochmal, ob bei Dolores da oben irgendwie eine andere Szene stattfindet. Das würde ich dann nochmal machen. Bist du nachts noch wach? Hallöchen, oh, du schon wieder. Wir Kinder machen das 10 Rubine. Na, leistest du dir den Spaß? Nö. Aha, na dann, andermal. Habe ich doch schon längst alles gewonnen da. Oh, heute beginnt übrigens der Tag, an dem Folge 1 läuft. Von meiner Aufnahme hier. Heute geht's los mit dem Spieleabend. Da freu ich mir. Ach man, und sowas finde ich zum Beispiel schön. Erkunden, Leute treffen, mit Leuten quatschen. Sowas finde ich 1000-mal schöner, als einfach nur sich da den Kopf wegzubomben oder sowas. Kitsu, wusstest du, dass heute ein wahrlich denkwürdiger Tag ist? Heute vor langer, langer, langer Zeit auf meiner unermüdlichen Mission, alle Geheimnisse der Fotografie zu ergründen, habe ich mein erstes legendäres Lichtbild gemacht. Ein legendäres Lichtbild ist ein Bild, auf dem ein Motiv zu sehen ist, das nicht von dieser Welt ist und die Vorstellungskraft der Menschen weit, weit übersteigt. Nur selten bietet sich die Gelegenheit für ein solch transzendentale Schnappschüsse. Doch könnte ich mich wohl kaum ein Fotomeister nennen, hätte ich nicht eine stattliche Anzahl solch grandioser Lichtbilder. Übrigens, Kitsu, da du dich ja auch ganz und gar, wie ich, der Fotografie verschrieben hast, wäre ich durchaus bereit, dir generös eines meiner legendären Lichtbilder zu überlassen. Falls du also noch Platz für ein Lichtbild in deiner Fotobox gelückt hast, reiche sie mir doch bitte mal kurz. Ja, sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Legendäre Lichtbilder sind Lichtbilder von Leuten, die man sonst nicht fotografieren kann. Weil, geht nicht. Also dann, ich werde dir sogleich das Lichtbild deine Fotobox speisen. Ja, und dann klitzekleinen Bedingungen, wie ich noch zu erwähnen vergaß. Immerhin handelt es sich um eine beispiellose Rarität. Kann ich natürlich nicht ohne einen kleinen Obolus vonstatten gehen. 50 muss ich dir das schon wert sein, natürlich. Das ist ja nix. Oh, 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 besten Dank. Na, dann wollen wir doch mal. Ach, eine Fee. Ist das nicht ein grandioses Lichtbild? So, das war's. Das legendäre Lichtbild für deine Fotobox Deluxe erhalten. Aber eigentlich ist für mich jeder Tag ein denkwürdiger Lichtbild-Gedenktag. Ich erwarte dich also morgen wieder. Also wir können ja auch jeden Tag jetzt ein legendäres Lichtbild packen. Von ihm haben wir ja auch noch keins, ne? So, hier oben ist ja seine Galerie. Ich meine, das sind geile Bilder. Das Geisterschiff hier. Unsere Heimat. Gut, das ist Tingels Turm. Das ist das Anwesen von der Frau Lehrerin. Was jetzt unseres ist. Ein paar Schleime von der Insel nebenan. Die verwunschene Bastion. So sehen die Dinger ja gar nicht mehr aus mittlerweile. Finde ich schon geil. Kommt er uns gar nicht mehr nach? Wir sind einfach... Na, ich frage mich nur halt, wie wir ihn dahinter wegblocken können. Dass wir ihn auch mal fotografieren. Haben wir gleich wieder 3 Bilder, ne? Haben wir gleich wieder 3 Bilder. Gut, ist hier noch irgendein Haus, wo ich sage, da müsste ich nachts mal vorbeigucken. Ich guck mal eben kurz, wie es hier aussieht nachts. Dann mache ich aber langsam mal wieder Tag. Und der Bombenladen, ob der wieder auf hat, da war ich auch nicht mehr drin seit der ganzen Geschichte neulich, ne? Erstmal auf der Treppe langgelegt.
Wen haben wir denn hier? Gucke mal. Auch du bist es. Ah, es ist mir richtig peinlich, dass ich mich vorhin in Dolores Haus so aufgeregt habe. Die Sache ist nämlich die. Naja, ich wollte Dolores einen Brief von einem Mollblin namens Momo überbringen, doch ihr sturer Herr Vater wollte das nicht zulassen und ich konnte ihn ihr nicht geben. Dieser sture Alte. Ach, kaum sieht er einen Postboten an seiner Türschwelle, schon rastet er völlig aus. Ja, habe ich mitgekriegt. Naja, habe ich mich doch extra zur Vodischen Bastion gewagt, um den Brief abzuholen. Naja, komm, die habe ich leer geräumt, ne? Ein Postbote, der seine Briefe nicht zustellen kann, er ist doch kein Postbote mehr. Aber naja, die nächste Zustellung wartet bereits auf mich. Wenn ich hier weiterhin Trübsal blase, verschwende ich damit nur kostbare Zeit. Übrigens, einen Postboten verscheucht der Alte ja sofort, aber gegen dich scheint er ja nicht zu haben, was? Naja, ob ich dich wohl darum bitten könnte, Dolores den Brief an meiner Stelle zu übergeben? Was sagst du? Na klar. Ist das dein Ernst? Danke. Ja, manchmal muss man nur fragen, dann tun die Leute die nettesten Dinge für einen. Das ist richtig. Nur fragen. Aber das trauen die Leute sich immer alle nicht, weil die denken, oh, bin ich aber schuldig und. Ja, bitte sehr. So, ein Brief eines Mollblin. Er halt mit einem Schweinsnasenstempel hinten drauf. Hat er dann einfach so. Aber dass er schreiben kann. Brief verströmt die leichte Parfümnote. Oh Gott, wie. Ei, tei, tei. Bring ihn zu Dolores. Ich verlasse mich also darauf, dass du ihn Dolores übergibst. Natürlich, wir sind doch Kumpels, Mann. Ich habe doch auf Draconia schon so viel Post verteilt. Das glaub mir aber. Mehr als mir lieb ist. Sag's dir, es geht doch nicht um eine brüfische Tasse Kaffee nach der Arbeit. Es belebt die Geister. Das kennen wir schon alles. Aber wenn ich's dir doch sagen, Kraken, hast du während deiner Reisen auf See vielleicht auch schon so einen Riesenkraken gesehen? Ja klar. Jetzt lüg hier aber mal nicht der Blaue vom Himmel. Nur ein strammer Seemann wie ich überlebt die Begegnung mit so einer grausamen Bestie, du kleiner Schwätzer. Ich trete dir gleich in den Arsch, hätte ich das Lichtbild bloß noch. Hey Kleiner, hast du schon mal einen schrecklichen Neptunus gesehen? Mir ist dann neulich nämlich aus Versehen Proviant auf See ins Wasser gefallen. Da hätte ich mich doch beinahe einen Schlag getroffen. Borg ich mich runter, um zu schauen, ob da vielleicht noch eine andere Stulle zu retten ist. Und was sehe ich? Schwimmt da doch glatt so ein unheimlicher Fisch mit einer Menschenfratze und schlemmt sich den runtergefallenen Proviant rein. Mehr nennt man wohl nicht nur der Poesie halber groß und weit. Ich sag dir, schlummern noch weitere Geheimnisse, von denen wir keinen blassen Schimmer haben. Bestimmt. Also wirklich, das ist doch keine Uhrzeit mehr für ein Kind wie dich. Los, geh schnell nach Hause. Wusstest du das schon zu Sonari, der Stadtverkäufer von unten, der mit dem modischen Kapuzenmantel, meine ich? Er hat doch tatsächlich einen kostbaren Schatz einfach einem wildfremden Jungen überlassen. Ja, was soll ich sagen? Ich wollte einfach unbedingt diesem netten Jungen, der vom Leben nicht so begünstigt wurde wie ich, ein wenig von meinem Glück abgeben. Das waren seine Worte und er machte auch noch ein ziemlich ernstes und nachdenkliches Gesicht dabei. Er hat doch eine gute Seite. Jedenfalls habe ich mich offensichtlich bisher in ihm getäuscht, ja. Was machst du hier? Seit ich so redlich mit meiner Tochter zusammenlebe, habe ich es endlich wieder begriffen. Auch wenn ich an diese Wahrheit nur noch vage Erinnerungen hatte. Aber es gibt tatsächlich weit Wichtigeres im Leben als Geld. Erst jetzt im reiferen Alter wird mir endlich klar, was wahres Glück eigentlich wirklich ausmacht. Und ich bin dankbar für diese Erkenntnis. Seit ich so redlich mit meiner... Okay, ja, das wäre schön, wenn deine Tochter das auch mal begreift und nicht klauen geht, dass ich hier in den Arsch treten muss. Damit ist mir aber wirklich eine große Last von den Schultern genommen. Gut, ich sehe mir dann noch mal ein bisschen die Stadt an und fliege dann weiter. Ja, bis dann auf Draconia, ne? Bis ich da das nächste Mal bin. Gut, haben wir ja auch ein bisschen rumgeguckt. Ach ja, dann können wir jetzt den Brief geben, ist doch wunderbar. Ob der Vater mich auch nachts da oben rumlungern lässt, weiß ich ja nicht. Mal gucken. Da ist wieder unser Emo. Lolololololo. Na? Na, was geht? Ich hab doch ausdrücklich gesagt, keine Postboten zu uns. Entschuldige, eine Verwechslung. Gegen mich hat er nun wirklich nichts. Weiß ich gar nicht, warum er gegen mich nichts hat. Er wirkt mir wie jemand, der gegen alle was hat. Oh, Momo. Ah, komm, hier hast du dein Momo. Brief eines Mollblin. Das ist doch nicht etwa ein Brief von Momo. Geträumt habe ich von diesem Augenblick. Verzehrt danach habe ich mich. Lass mich ihn sofort lesen. Also, ich, Momo. Du, Dolores. Ich dich gern haben. So gern.
zum Fressen gern. Hast du das gehört? Hast du? Was glaubst du? Ist das vielleicht... Ja? Ein Heiratsantrag? Ja, so... Ja, so muss es sein. Endlich haben meine Gefühle Momo erreicht. Ich war noch nie so glücklich. Ob er die jetzt wirklich mag oder ob er nur Hunger hat, das weiß ich jetzt nicht. Tralitrala, heute soll unser Gedenktag sein. Der Gedenktag der Liebe von Dolores und Momo, wobei ich bei Gedenktag immer an Tode denke. Ach ja, ich musste ja unbedingt etwas als Dankeschön geben. Hier, zum Gedenktag unserer Liebe. Mein Gott, werden wir überhäuft. Zwei dahin, noch zwei im Sinn, finde noch zwei, dann erhöht sich die Energie wieder um einen. Was ist das denn? Also wenn so ein Mädchen, ne, so ein Ei-Tai-Tai, so ein Geräusch macht, habe ich echt Angst. Hihihi, ich hoffe, du freust dich auch. Ich freue mich total. Ach Momo, diese krakelige Schrift macht mich so froh. Du bist so wild, von einem Mann ein Bild. Ich kotz gleich. Und da steht schon Brech, ich lese nur Brech. Morgen schon Brech ich ins Essen. Nein, auf. Dann nimmt unser weiter Glück seinen Lauf. Die will doch nicht wirklich zur verwutschenden Bastion reisen und mit einem Monster rummachen. Ach, Momo. Oh Gott, ihr Vater bringt mich um. Ich hätte den Brief nicht aushändigen sollen. Kann ich etwas für dich tun, junger Mann? Ich glaube, du willst nichts mehr, nie wieder für mich tun. Also ich glaube, ups. Was ist das denn? Anzeige, große Auktion im Portemonnaie. Seien Sie dabei, wenn es jede Nacht heißt, Auktion frei. Sie sind herzlich willkommen. Aha, Reichtum schafft Begierde, Begierde schafft Reichtum. Heute ist Ihre Nacht. Die Auktion findet zwischen 18 und 6 Uhr im Erdgeschoss statt. Ah ja, das ist ja sehr vage. Kommen Sie einfach zwischen 18 und 6 Uhr vorbei. Es wird schon irgendwann anfangen. Aber wir sind ja immer der ausschlaggebende Puls. Mit uns fängt es dann immer an. Oh Mann. Also ich muss ja glatt nochmal sehen, ob sie jetzt wirklich fehlt, wenn ich wieder Tag mache. Weil sie sagt ja, morgen schon geht's los, ne? Oh wei, 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 oh wei. Haben wir auch ein paar Nebenquests einfach mal gemacht. Mensch, muss auch mal sein. La, 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 la. Wenn ihr übrigens diese Schrift hier seht, diese Schriftzeichen, die keiner lesen kann, das ist tatsächlich japanisch stilisiert, sage ich mal. Also das ist quasi die japanische Bezeichnung in einem alternativen Alphabet. Mhm. Oh, du bist es, was denn? Ich arbeite doch gewissenhaft. Ich schleiche mich nachts nicht mehr heimlich herum und fahre extra weit raus, um auf anderen Inseln zu arbeiten. Nachts werden wir uns wohl nicht mehr treffen. Hey, du störst mich bei der Arbeit. Ich muss Kunden herbeirufen. Hättest du also wohl die Güte, Platz zu machen? Es gibt so wenig Kunden auf der Insel. Ich denke, jeder kennt diesen Stand schon. Kommt zu unserem Stand und staunt her bei uns zahlreichen Güter. Einen Besuch werden sie nicht bereuen. Oh, du bist es, was denn? Ich arbeite gewissenhaft. Ja, ich glaub dir das ja auch. Heute ist wahrlich wieder ein schöner Tag und gutes Wetterchen. Sieh dich bitte um. Ich habe sogar letzte Nacht verhindert, dass du beklaut wirst. Aber ich sage mal nichts, denn das hat sich ja alles verhindern lassen. Wo sind denn die beiden? Ach, da stehen die jetzt. Dir verdanke ich es, dass ich jetzt mit Anton zusammen sein kann. Ja. Ich bin ja so glücklich, Linda. Ich liebe dich. Ah ja. Was ist denn mit den Lütten hier? Na, wie geht's dir? Läuft. Hey, du! Das war nicht übel für eine Landpomeranze. Ich geb dir eine Landpomeranze auf den Arsch. Ich habe mittlerweile einiges dazugelernt auf meinen Reisen. Das kannst du mir aber glauben. Nun ja, la 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 la. Wie der mal guckt. Der guckt so doof. Ach Momo, diese krakelige Schrift. Okay, also da was erst nachts übergeben haben, muss noch ein Tag vergehen. Ey, das mache ich jetzt ganz knallhart. Das muss ich jetzt tun. Meine Lieben, also ich bin neugierig, ihr doch auch, oder? Ich bitte euch. Ich will wissen, was abgeht. Also ich will wissen, was passiert. So, und da wieder Nacht ist, können wir Dinge tun. Boah, langsam bin ich echt müde. Jetzt ist es 2:30, ich will auch ins Bett langsam. Jetzt haben wir 3 Stunden Aufnahme, ist ja nicht kurz, aber wesentlich kürzer als gestern.
Wobei, ich kann ja gar kein neues Lichtbild, weil ist ja wieder voll, mein Album. Ich kann auch gar kein neues legendäres Bild von ihm kaufen. Und günstiger werden die Bilder ja nun auch nicht, denke ich mal. Mal gucken. Brauche ich mir das aufschreiben? Ich schreibe mir einfach nur auf, Minitendo voll machen. Das geht ja nicht ohne die legendären Lichtbilder, aber weil die Fee ja sonst gar nicht hätten fotografieren können und solche, sowas. Lalalala. Okay, ist immer noch nicht passiert, also mache ich noch einmal. Wenn es dann nicht läuft, dann muss ich wohl warten, bis storytechnisch was passiert. Und erstmal was anderes machen. La, 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 la. So, los, 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 los. Ich muss sehen, ob die da noch da ist oder ob die weg ist. Ich will wissen, ich will wissen, ich will wissen, ich will wissen, ich will wissen. Los, los, los. Los. La, 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 la. Oh, der Vater wird uns umbringen, wenn das wirklich passiert ist. Nee, sie ist noch da. Nein, du kannst nichts für mich tun. Aber warum ist sie denn noch da? Sie wollte doch morgen abhauen. Aber wenn ich da so an Vater denke, dann fällt es mir schon etwas schwer, einfach so von daheim wegzugehen. So verrückt wie er nach Geld und Wertgegenständen ist, da bleibe ich besser hier und passe auf ihn auf. Da fällt mir ein, seit kurzem ist er besonders verrückt nach Totenkopfketten. Kaum zeigt man ihm eine Mithilfe, schon gehen ihm die Augen aus dem Kopf. Ich glaube, da ich diese Schweinejagd nicht machen möchte, kann ich das bei ihm ja mal probieren. Weil die Schweinejagd möchte ich echt nicht probieren für so ein paar Rubine. Finde ich langweilig. Nanu, aber das ist doch eine Totenkopfkette, so wie die meine Tochter Dolores aus der verwunschenen Bastion mitgebracht hat. Die kann man für teures Geld am Antiquitätenhändler verkaufen. Dank diesen bin ich überhaupt so steinreich geworden. Ja, sowas, du hast ja gut 20 Stück davon. Beachtlich, dass du so viele zusammenraffen konntest. Wach, 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 wach. Dafür bekomme ich wieder ein hübsches Sümmchen. Geld scheffeln ist eben mein liebstes Hobby. Hier, mein Junge, du sollst natürlich deine Belohnung haben. Nein, du brauchst mir nicht extra zu danken. Ich bin nun mal ein freigebiger Mensch. Eine Schatzkarte. Oh Gott, ich kotze. Ich kotze. Ja, ja. Weißt du, früher war ich auch arm und habe oft davon geträumt, wie es wohl wäre, mit einem Schiff zu haben und damit diese Karte nachzufahren. Aber jetzt kannst du ja diesen Traum nachjagen, mein Junge. Ich habe ja noch 4. Willst du die nicht auch noch haben? Dann sind sie weg. Oh, was du bringst mir schon wieder welche. Junger Mann, du scheinst mir aber auch ganz schön auf den Geschmack gekommen zu sein. Was, wie auch immer. Ich nehme sie dann natürlich alle ab, wenn du sie mir schon extra aufdrängst. Hier deine Belohnung. 20 Rubine dürfen wohl reichen. Na los, heb schon auf. Wie er die aber auf den Boden wirft. Das ist schon ein kleines Arschloch, ne? Das ist schon ein richtiges Arsch. So ein Aas ist das. Ein Aas. Einfach so, hier, nimm das Geld, ne? So einfach so. Jemanden so gegen die Brust schnippen quasi. Nun ja, es ist schon bei deinem merkwürdigen Vater, ist das schon gut, dass du auf ihn aufpasst. Aber ich hätte trotzdem gerne mitbekommen, was wäre, wenn wie die abgehauen wäre und nach Momo und so. Ich meine, ich dachte, sie ist verknallt. Will sie ihrem Herzen gar nicht nachlaufen? Naja, ich werde irgendwann auch mal wieder hier reingucken, ob sie dann hier noch ist oder ob sie dann mittlerweile schon durchgebrannt ist. Das werden wir dann ja sehen. So. So, Delle. Wie gesagt, nächste Folge kümmern wir uns darum, den Erdtempel zu bestehen. Und und dann halt einfach ein paar Inseln einfach machen. Wir können ja mal links anwesen, was wir jetzt dann langsam zu unserem machen können. Angucken und solche Geschichten, ne? Das dürfte von Tantopia auch aus gut zu erreichen sein. Wow, 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 wow. Und mit den beiden letzten Tempeln bekommt man nämlich auch die beiden letzten Lieder beigebracht, die dann auch endlich im Sechser-Takt spielen. Aber da sage ich nichts, sonst würde ich ja vorgreifen. Und ihr wisst, was ich vorhabe. Erstmal ärgere ich mich wieder so ein bisschen über den scheiß Wind. Aber kreuzen, ihr wisst es ja.
So, weil dann können wir nämlich die Fotobox direkt leer machen. Das können wir heute noch machen, ansonsten ist für heute auch Schluss. Wir haben jetzt schon wieder über 3 Stunden. Wir müssen ja nicht wie in der letzten Folge dann über 4 Stunden waschen. Ein bisschen hart. Wie gesagt, 2 Stunden wollte ich eigentlich immer so als Ausgangspunkt. Weil ich immer sage, 2 Stunden entspricht ja der regulären Folgenlänge von 4. Und der längste Abstand von Mittwoch bis Freitag ist ja Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und Sonntag kommt dann jetzt schon wieder eine. 4 Folgen. 4 mal eine halbe Stunde, 2 Stunden. So, das war mein Gedanke. Also, bah. So, was ist los? Sei mir gegrüßt. Ich habe... Geh doch mal durch die Ausstellungstür. Im 2. Raum rechts von mir. Ja. Oh, welch inspirierendes Motiv. Mich kribbelt es in den Fingern. Dann lass mich doch mal ein Kunstwerk erschaffen. 2. Tür. War hier, ne? Da, die Frau war das, glaube ich, die wir abgelichtet haben. So, die Blagen haben wir schon. Schweinenase haben wir. Und der Typ hat jetzt hier endlich seine Dolores Vater. Kaum als gut zu bezeichnen, aber richtig. Füge bei einem sehr guten Kleidergeschmack. Er könnte man seine Garderobe als unverwechselbar bezeichnen. Beziehungsweise ein Accessoire hohem Maße zu begeistern. Oh Mann. Ah ja, Linda, ne? Genau. Portemonnaie, Warscha, beste Freundin, ist ja ihre Schwester auch, ne? Von Präludien. In letzter Zeit hat sich jemand in sie verguckt. Edward, das war ein Sandkastenfreund. Ihm gegenüber empfinden sie jedoch keinerlei romantischen Gefühle. Das glaube ich nicht. Wir haben ja schon mehr rausgefunden, ne? So, dann kann er jetzt erstmal die Fee schlawuseln. Und das ist halt immer so, weißt du, wenn man sowas immer mal nebenbei macht, so Leute fotografieren und Sachen abliefern, dann nervt es nicht so, als wenn du dir das denn vornimmst, das alles auf einen Schlag zu erledigen. Ihr seht ja einfach, wie viele Sockel es da unten gibt. Ne? Deswegen, es ist eine Arbeit für Doofe. Morgen wird ein ruhiger Tag für mich. Wie gesagt, ich lasse ihn rendern bis nachmittags und dann... Ich wollte noch ein bisschen mich über den Spielemarkt informieren und ich habe auch noch einige Nachrichten zu beantworten, die liegen geblieben sind. Das mache ich alles morgen. Erst wenn das alles durch ist und auch YouTube wieder aktuell und alles, dann würde ich wieder aufnehmen. Ja, aber eh so dann wahrscheinlich. Ja, so ist das. Heute ist ja Mittwoch oder wird Mittwoch. Morgen noch ein paar Termine, Freitag nix. Und ab Samstag bin ich dann aber auch erstmal im Praktikum. Sonntag. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Bin ich etwas mehr als eine Woche weg. Da bin ich ja mal gespannt, was man mitnimmt. Wird auf jeden Fall mal wieder eine nette, abwechslungsreiche Woche. Und außerdem ist es eines von 2 Praktika, die ich ja plane. Bis zur Ausbildung, Schule, Gedöns. Ach, und BAföG-Kram müsste ich mich auch noch kümmern. Das mache ich alles Donnerstag. Da muss ich eh raus. Dann kann ich morgen nämlich mal das Haus mal nicht vorlassen. Sei mir gegrüßt, Kids. Ich habe fertig. Ich habe sie im 1. Raum rechts aufgestellt. Auf dem Meer, okay. Suzuki. Ja, dann das können wir gleich alles in einem Rutsch angucken. Also, Statuenkredenzen ist echt unspannend, ne? Das gehört zu den unspannendsten Dingen des Spiels, tatsächlich. Ich wurde dann noch gefragt, als ich gesagt habe, ich spiele Legend of Zelda, dann wurde ich gefragt, ganz? Ich sag so, ja, warum? Ja, ist schon ein langes Spiel. Wie viele Let's Play-Folgen müssen daraus machen? Da habe ich gesagt, naja, wenn ich ein normales Let's Play daraus machen würde, wahrscheinlich mindestens 80. Aber ich mache kein normales Let's Play davon, sondern haue halt alles in 2 bis 4 Stunden Folgen raus. Also umgerechnet 10 bis 20 lange Folgen. Habe ich auch gesagt, 13 wäre eine Zahl, die ich schätze. Nö, aber ich mache mir doch keinen Druck. Ich spiele so lange, bis fertig ist. Sei mir gegrüßt. Ich weiß, dass... Ja. Ich habe sie im 2. Raum rechts aufgestellt. Kannst du mit dem Bild was anfangen? Weil da sind ja mehrere Leute drauf. Nee, stimmt, ne? Okay. Kann er nicht. Und dann werden wir den nochmal anders erwischen müssen. Wir kriegen das noch hin. So, dann können wir das Bild aber auch gleich löschen. Was macht der denn da? Du
warst also doch Mitglied hier. Wahnsinn, dank dir bin ich jetzt auch endlich Mitglied. Ich kann es kaum erwarten, die Figur angefertigt noch mal im Lichtbild zu sehen. Diese Spannung ist einfach zu viel für mich. Oh, hey, sag was. Für eine Figur lässt du dir machen. Sag, man braucht immer ein paar Lichtbilder. Schon bekommt man alle Figuren, die man haben will. Ich sag dir, das ist das Paradies hier. Ja, wer es mag, ne? Gucke mal, haben wir hier die Fee mit ihren kleinen Feen. Wie die leuchtet. Feenkönigin, Feenkordial. Fähigkeiten speist die Kräfte von Feuer und Eis in Pfeil und Bogen. Sie hat den Körper eines Kindes, doch ihre Persönlichkeit ist noch großartiger als die der großen Feen. Sie ermöglicht es, Skizzo auch Feuer- oder Eispfeile zu benutzen. Ja, läuft. Lala, da, 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 da. Jetzt bin ich aber auch lange echt müde. Ich will ins Bett noch. Ich gucke mir noch eine Folge Vampire Diaries an. Oh, das ist ja so eine schmachtende Serie. Oh Gott. Ich werde die, glaube ich, nicht vollständig gucken. Der Suzuki. Sternverkäufer Suzunari. Ach, Suzunari. Ich sag mal Suzuki. Suzunari. Eine sehr kalte Insel. Lieblingsspruch? Ja, ja. Ja, ja, ist ja auch immer ein netter Spruch. Egal wie heiß es auch immer sein mag, er trägt auch im Sommer den Kapuzenmantel seiner Mutter und steht tapfer schwitzend an seinem Stand. Außerdem trägt er phänomenalen Schatz bei sich und dieses Jahr wird er bereits stolze 40 Jahre alt. So langsam wird es für ihn Zeit, unter die Haube zu kommen. Herzchen. Mit wem denn, bitteschön? Ist das auch ein Hinweis oder so? Mit wem soll er denn unter die Haube kommen? Das Spiel ist schon amüsant. So, jetzt haben wir aber echt, guck mal, jetzt fehlt nur noch ein Gegenstand. Den bekommen wir in einem der letzten Tempel. Geil. Ja, ansonsten. Die bekommen wir auch in den letzten Tempeln. Dann das Orle Triforce zusammensammeln. Nö. Und den besseren Schild bekommen wir auch in einem der Tempel. Also im Endeffekt sehen wir einfach, wie gut wir schon vorangekommen sind. Also morgen Erdtempel. Morgen sage ich schon. Morgen. Ich habe jetzt einen kleinen Kalender hier. Wir haben jetzt ach da, ich bin gerade verrutscht. Also am Sonntag dann, ne? Machen wir den Erdtempel und gucken, ob wir noch ein paar andere kleine Inseln machen können. Ja, genau, ich muss mich auch gleich erstmal recken. Gut, meine Lieben. Ich danke euch fürs dabei gewesen sein mal wieder in dieser mittlerweile sich wieder vernünftiger einpendelnden Folgenlänge. Mal gucken, versuchen wir morgen uns mal wieder ein bisschen zu überbieten, dass wir den 2 Stunden auch mal langsam näher kommen. Nur wenn ich halt erstmal zocke, dann macht es mir ja auch Spaß und dann bleibe ich ja auch dran. Aber wenn ich halt, es wäre halt einfacher. Also spätestens, wenn ich zur Schule gehe, sage ich euch, werde ich nicht mehr so lange Folgen aufnehmen können, weil lange Folgen brauchen noch lange zu rendern, lange hochzuladen. Ihr müsst halt einfach bedenken, wenn ich eine Folge habe, die dauert auch ewig abgeschlossen zu werden. Und das Renderprogramm, das ist ein bisschen langsam auch tatsächlich. Und es nimmt halt eine gute Qualität mit. Im Endeffekt so eine Folge von über 4 Stunden, die dauert dann halt auch 12 Stunden zu rendern. Das ist dann schon echt hart. Also 250% der Zeit muss man immer rechnen. Und eher steigernd. Also es dauert immer noch länger, je größer die Datei ist. Deswegen, ja, ich danke euch mal, dass ihr es durchhaltet, solche Folgen hier. Wir sehen uns also gerne demnächst wieder. Und dann gucken wir mal, was der Erdtempel so mitbringt. Na, bis dahin. Tüdelü und baut mir keinen Unfug. Schön. Hätte ich nie gedacht, dass ich das Spiel mal aus eigener Kraft noch mal so richtig durchspiele. So komplett mal. Hab jetzt schon mehr geschafft, als ich je geschafft habe. Das finde ich, fühlt sich gut an. Bei einem Spiel, was ich durchaus, wo ich sagen kann, ist eines meiner Lieblingsspiele. Hat mich meine Kindheit hindurch begleitet. Habe ich immer wieder bei Oma und bei Mutter und auch bei Vater gezockt und habe ich auch noch bei Oma unterm Dach gezockt in den letzten Monaten. Tja, verrückt. Habe ich sogar schon hier einmal kurz angeworfen. Aber nur kurz. Weil ich wollte einen Action-Replay ausprobieren. Mogeln halt. Jetzt habe ich dann auch Räume gefunden, wo die so ihre Spielwelt ausprobiert haben. Wie alles funktioniert und so. Naja. Gut, bis bald. Tüdelü!